Herzlich willkommen zur ersten Webkonferenz der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Den Titel haben wir etwas provokant gewählt: Pflege ist systemrelevant. Und nun, viele Fragezeichen, viele Ausrufezeichen. Wir werden versuchen, das Ganze in den nächsten 2, 2,5 Stunden, wir schauen mal, zu sortieren. Wir haben spannende aktuelle Studienergebnisse und wir haben viele Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten, wollen nicht nur zurückblicken, sondern vor allem nach vorne schauen und überlegen, was können wir aus dieser Krise bisher und aus der, ich glaube, das kann man sehr selbstbewusst sagen, sehr erfolgreichen Bewältigung durch die Unternehmen und Träger der Pflege lernen und was nehmen wir mit in die Zukunft, vielleicht auch in eine Zukunft, die dann wieder etwas ruhiger ist, aber vielleicht doch eine veränderte. Ich möchte Ihnen sagen, wen ich mit wir meine. Ich beginne mal zu meiner Linken direkt: Ulrich Christofzig, Vorstandsmitglied des Evangelischen Christophoruswerks Duisburg und auch Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Herzlich willkommen in Essen hier in dieser Runde. Wir sagen schön, dass wir da sein dürfen, an Martin Peiß, den Leiter der Abteilung Senioren, Gesundheit und Soziales beim Diözesan Caritas Verband hier in Essen. Der Gastgeber, der auch die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Bodo de Vries ist ebenfalls da, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Johanneswerks und Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege. Herzlich willkommen. Wir werden gleich ausführlich noch diskutieren. Den Anfang machen gleich Michaela Evans, die Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit und Wandel beim IAT in Gelsenkirchen. Und selbstverständlich Roland Weigel, der nicht nur die Ruhrgebietskonferenz Pflege koordiniert, sondern als Geschäftsführer von Konkret Consult Ruhr die gesamte Branche im Blick hat. Und dann blicken wir auf den großen Monitor und sagen herzlich willkommen nach Berlin und begrüßen ganz herzlich Dr. Martin Schöllkopf in der Branche. Allseits bekannt, meistens mit Krawatte, heute videokonferenztauglich etwas lockerer. Stellvertretender Leiter der Abteilung 4, also der Pflegeversicherungsabteilung im BMG. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen in der Runde. Wir haben einiges zu besprechen, nicht nur Corona-Aspekte, aber ich habe gerade ja schon angekündigt, wir haben spannende aktuelle Ergebnisse für Sie. Damit steigen wir gleich ein, aber vorher ein organisatorischer Hinweis. Sie haben alle gemerkt, Sie sehen uns, wir sehen Sie immer nur mal zwischendurch. Wir hören Sie im Moment auch nicht. Sie hören uns hoffentlich sehr gut. Aber ich möchte Ihnen Herrn Holtkamp vorstellen, sitzt schräg hinter mir, 1,50 Meter entfernt zu meiner Rechten, der Anwalt des Publikums, für Sie also der wichtigste Mann heute hier, der den Chat dieser Videokonferenz im Blick behalten wird und dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen, Ihre Anregungen, auch Ihre Einschätzungen abzugeben und Herr Holtkamp wird schauen, was Sie schreiben und wir versuchen, das Ganze in die Diskussion einzubringen. So, lassen Sie uns loslegen. Es gibt eine Menge zu besprechen. Was sind diese spannenden Ergebnisse, die Herr Weigel und Frau Evans mitgebracht haben? Es gibt eine Ad-hoc-Studie, die nicht einfach nur am Schreibtisch der Beratung und der Wissenschaft entstanden ist, sondern tatsächlich fußt auf einer sehr intensiven Befragung von Entscheidungsträgern, von Leitungskräften aus der Branche zu den Erfahrungen der letzten Wochen. Und wir sind sehr gespannt auf die Einschätzungen und auch auf die Diskussionsimpulse. Frau Evans, Herr Weigel, wir hören Ihnen gespannt zu. Ja, ich hoffe, Sie sehen uns auch ganz gespannt. Für uns ist das ja hier wirklich auch eine Premiere in der Form. Herr von Bersworth macht das öfter als wir insgesamt. Von daher finde ich erstmal auch ganz toll, dass er sich heute hier bereit erklärt hat, uns hier zu moderieren und durch den Nachmittag zu führen. Erstmal von mir auch an die Menschen draußen, an den Geräten, wie man so schön sagt, einen herzlichen Gruß und nochmal vielen herzlichen Dank, dass sich alle heute hier bereit erklärt haben, mitzudiskutieren und mit dabei zu sein. Und das gilt auch für diejenigen, die sich an dem beteiligt haben, was wir jetzt gleich zeigen wollen. Erstmal Michaela Evans, mit der ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll und eng und auch fachlich sehr wertschätzend zusammenarbeite. Wir haben
quasi das Institut Arbeit und Technik beauftragt. Wir haben angefragt, muss man eigentlich genauer sagen, zu einer Ad-hoc-Studie, wie wir das überschrieben haben, um Bilanz zu ziehen. Wobei, wir müssen sagen, Zwischenbilanz zu ziehen. Ich glaube, das ist allen klar, dass wir im Augenblick keine abschließende Bilanz zum Thema Corona ziehen können. Aber wir halten es mittlerweile für angemessen, eine Zwischenbilanz zu ziehen, auch weil es was zu berichten gibt, wie wir glauben. Und das war der Anlass für diese Ad-hoc-Studie, deren Rahmen, methodischen Rahmen, Michael Evans gleich nochmal vorstellen wird. Ich würde es kurz nur noch mal sagen, wir haben mit Entscheidungsträgern in den letzten 2 Wochen sehr intensiv zusammengearbeitet. Mit 2 Wochen, da merken Sie schon, dass das Thema Studie auch von uns sehr intensiv bespielt worden ist, auf sehr engem Zeitraum, aber das ist auch den Umständen geschuldet. Wir haben sehr selbstbewusste und zum Teil auch stolze Entscheidungsträger angetroffen in verschiedenen Zusammenhängen, die stolz sind einmal auf ihre Mitarbeiter, aber eben auch stolz sind, auf das Sie gemeinsam standgehalten haben. Ich glaube, das klang gerade schon mal an bei der Anmoderation, dass doch vieles von dem, was wir berichten werden, ein Ausdruck davon ist, dass wir glauben, dass wir ja auch was Gutes zu berichten haben, nach draußen zu tragen haben. Wir haben Entscheidungsträger angetroffen, die vielerorts auch ziemlich erschöpft waren. Erschöpft waren nicht unbedingt von körperlicher Arbeit, aber von der emotionalen Belastung, die ganze Zeit Verantwortung zu tragen und auch immer wieder neue Verantwortung auf ihre Schultern abgelegt zu bekommen. Ich denke, das werden wir heute auch nochmal diskutieren, wie eigentlich auch der Umgang mit den Trägern, mit den Einrichtungen auch von Seiten von Politik und Behörden gewesen ist. Das gehört auch mit in diese Bilanz rein. Wir haben viel Positives, Nachdenkliches und auch Ärgerliches gehört. Und das ist so ein bisschen der Kanon, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir haben ganz bewusst zum jetzigen Zeitpunkt mit Entscheidungsträgern gearbeitet. Entscheidungsträger, das waren Vorstände, Geschäftsführungen, Bereichsleiter, auch Referenten, auch Einrichtungsleitungen, die wir interviewt haben, mit denen wir Workshops gemacht haben. Und wir wollen nachschieben in den nächsten Wochen auch noch eine Mitarbeiterbefragung, weil es sich, glaube ich, auch lohnt, die Beschäftigten zu Wort kommen zu lassen. Aber das ist so ein bisschen wieder schon Zukunft. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was haben wir eigentlich fachlich, inhaltlich, methodisch getan. Michaela. Ja, lieben Dank, Roland. Von meiner Seite auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an die vielen Träger und Einrichtungen, die, du hast gesagt, in den letzten 2 Wochen, es war schon ein bisschen mehr als 2 Wochen, aber trotzdem war es sportlich, was wir uns vorgenommen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle an alle, die uns unterstützt haben und auch nochmal an meine Kolleginnen und Kollegen im IAT, die Denise Becker und der Christopher Schmidt, die auch sich ziemlich engagiert haben, dass wir heute hier diese Ergebnisse auch präsentieren können. Was war eigentlich Zielsetzung der Studie? Wir haben uns vorgenommen, eigentlich so 4 Schwerpunkte abzubilden. Das erste war ganz banal, Roland, du hast es gerade angedeutet. Wir wollten einfach wissen, was bewegt eigentlich Entscheider in dieser Corona-Krise? Was waren die zentralen Themenfelder, mit denen man sich vor Ort mit den Beschäftigten zusammen auseinandersetzen musste? Das zweite, was uns interessiert hat, war die Frage Einschätzung zur Performance. Wie ist das eigentlich gelaufen? Was ist gut gelaufen? Wo hat es aber auch an manchen Stellen gehakt? Wie werden zentrale Aktivitäts- und Handlungsfelder eigentlich bewertet? Das dritte, und ich glaube, das können wir beide gar nicht hoch genug hängen. Der Anspruch war nicht nur heute irgendwie Daten oder Empirie zu präsentieren, sondern wir haben ganz bewusst zu Beginn gesagt, wir möchten in der Krise, auch während der Krise, den Dialog der Einrichtung trägerübergreifend und regionsübergreifend unterstützen, also den Austausch anstoßen. Und zu guter Letzt, das gehört ja auch immer dazu, was sind eigentlich so erste Lehren, vielleicht auch schon absehbare Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, sprich, wo zeichnen sich heute schon aus den ersten Erfahrungen künftige Handlungs- und Gestaltungsbedarfe ab? Ganz kurz, wie sind wir vorgegangen? Auch in der sportlichen Zeit kann man, glaube ich, methodisch halbwegs fundiert arbeiten. Wir haben das in insgesamt 3 Phasen gemacht. Die erste Phase war, Roland hat das angedeutet, der Einstieg über problemzentrierte Interviews. Wir sind also sehr offen rangegangen und haben gefragt, welche Themen haben Sie
bewegt und haben aus diesen problemzentrierten Interviews dann erste Themen und Themencluster verdichtet, mit denen wir dann in insgesamt 3 Fokusgruppen gegangen sind. Ein paar Rahmendaten zu den Fokusgruppen. Insgesamt waren das rund 30 Teilnehmer, insbesondere Geschäftsführung und Vorstände. Und auch hier im Sample, wie wir so sagen, hatten wir verschiedene Einrichtungen, Träger und auch verschiedene Regionen vertreten. Ziel dieser Fokusgruppen war es dann, dass die Themen, die wir aus den Interviews herausdestilliert haben, nochmal verdichtet werden, an der einen oder anderen Stelle auch konkretisiert werden, auch kritisiert werden, um dann zu Kernaussagen zu kommen. Mit diesen Kernaussagen sind wir dann in der dritten Phase der Erhebung in eine Online-Befragung gegangen. Und Ziel dieser Online-Befragung war es dann eben, dass unsere Experten und Expertinnen, unsere Entscheider, diese Kernaussagen bewerten sollten, zum einen, und sie sollten sie auch gewichten. Und aus diesen 3 Phasen haben wir dann heute die Ergebnisse vorliegen, die wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Ausführungen zur Sample-Struktur sind jetzt vielleicht in dem Format nicht so ganz interessant. Ich gehe davon aus, dass die Ruhrgebietskonferenz auch die Folien vielleicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss zur Verfügung stellt. Deswegen, wer Interesse hat, genau noch mal reinzuschauen, wie ist die Verteilung gewesen, der kann sich das hier anschauen. Es gehört dazu, ehrlicherweise dazu zu sagen, Repräsentativität war nicht unser Anspruch in dieser ersten Runde. Was wir aber sehr wohl sagen, ist, dass aus den Ergebnissen es durchaus lohnenswert wäre, im zweiten Schritt das Ganze nochmal in einer repräsentativen Studie weiterzuverfolgen. Vielleicht nochmal so zum Rahmen, wie kann man die Ergebnisse auch nochmal nachschlagen? Wie gesagt, wer will, dem können wir gerne den Foliensatz auch mit den Ergebnissen anschließend zur Verfügung stellen. Das werden wir all denen, die sich formal angemeldet haben, auf jeden Fall schon mal vorab tun. Und man kann sich auch die Aufzeichnung dieser Veranstaltung auch im Internet anschauen. Wir werden es anschließend auf YouTube und auf unseren Facebook-Kanälen veröffentlichen und vielleicht dann eines Tages auch bei den deutschen Pflegefilmtagen dann auch als einen Beitrag einbringen. Kommen wir zu den Ergebnissen. Nochmal vorweg gesagt, das, was Sie gleich an Handlungsfeldern und Aussagenkomplexe sehen werden, was wir vorstellen möchten, haben wir uns nicht am grünen Tisch ausgedacht, sondern das war das Ergebnis erstens der Interviewreihe und zweitens der 3 Fokusgruppen. Insgesamt können wir 4 Handlungsfelder mit dazugehörigen Aussagenkomplexen heute vorstellen. Welche Handlungsfelder sind das? Zum einen das große Feld Information, Kommunikation und der Wert von Pflege. Ich glaube, wir nehmen da nichts vorweg, wenn wir sagen, das große Thema Prämien, Bonuszahlung ist gut, aber da muss mehr kommen. Das wurde in den Interviews auch sehr deutlich kommuniziert. Das zweite Themenfeld, Mitarbeiterinnen, Partizipation und Kompetenz, wird sehr stark in die Richtung auch zu interpretieren sein, wie haben die Einrichtungen das eigentlich geschafft in der Krise, du hast vorhin gesagt, standzuhalten. Da werden wir sehen, das große Thema Mitarbeiterinnen-Engagement, auch Mitarbeiterkommunikation und vielleicht auch so ein bisschen das Wiederentdecken vorhandener Kompetenzen in den Einrichtungen hat hier eine große Rolle gespielt. Ja, überall kann man jetzt lesen, auch die Corona-Pandemie wird einen großen Schub für die Digitalisierung mit sich bringen. Deswegen haben wir uns waren wir nicht so überrascht, das Themenfeld Digitalisierung, Akzeptanz und interprofessionelle Vernetzung wiederzufinden. Und das vierte Themenfeld Lehren aus der Corona-Pandemie. Wo soll es eigentlich zukünftig hingehen? Was braucht denn die Pflege, um nicht nur systemrelevant zu sein, sondern künftig auch zukunftsfähig zu bleiben und weiterhin einen so wertvollen Beitrag zu leisten, wie sie das heute schon tut? Ja, wir wollen uns jetzt die einzelnen Themenfelder, die wir abgefragt haben, nochmal im Einzelnen anschauen. Das erste Themenfeld Information, Kommunikation und Wert von Pflege. Da haben wir die Entscheidungsträger danach gefragt, was hat euch eigentlich in der Corona-Zeit, in der Corona-Krise
getragen. Und da war die Rückmeldung eigentlich ja fast einhellig, fast choral, man sagen kann, also das hohe Mitarbeiterengagement und auch der Teamgeist in den Einrichtungen, die haben uns absolut begeistert, die haben uns absolut getragen in der Krise, das Zusammenstehen, das Miteinander, die hohe Wertschätzung auch der Kolleginnen und Kollegen untereinander, also Hand in Hand zu arbeiten und zu wirken und das, was wir naja, aus vielen Vorläufererhebungen auch schon immer mal wieder gehört haben, uns trägt, das Team uns trägt, die Mitarbeiterschaft und eine Aussage, die uns sehr stark hängen geblieben ist, auch in einer der Fokusgruppen war, Pflege kann Krise. Und kann Krise aus sich heraus, dazu kommen wir gleich auch nochmal, weil das, was an Außenunterstützung gerade in den ersten Wochen gelaufen ist, das war doch sehr verbesserungswürdig, beziehungsweise hat eher auch wenig geholfen. Ja, im Prinzip war auch die Botschaft die, wir haben auch hier jetzt in dieser Zeit mal wieder zeigen können, was wir drauf haben, was wir können. Weil eins muss man auch sehr deutlich sagen, das Infektionsgeschehen ist grundsätzlich keine Neuerung in Pflege. Das müssen wir uns immer noch mal wieder vor Augen und vor Ohren führen. Wir haben mit vielen Infektionen in Einrichtungen der Pflege zu tun und wir haben ein gutes Umgehen damit. Wir haben Fachmenschen dafür und dass die Voraussetzungen dafür da sind, mit einem starken Infektionsgeschehen umzugehen. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Deswegen, die fachlichen Voraussetzungen waren sehr gut. Ganz wichtig übrigens nochmal für die Entscheidungsträger, was Sie betont haben, war auch, dass Ihre persönlichen Netzwerke, Ihre fachlichen persönlichen Netzwerke Sie oft getragen haben. Das heißt, Kontakte in Ärzteschaft rein, in Ärztenetzwerke haben Sie getragen, zum Beispiel dabei, wenn es darum ging, Mitarbeiter zu testen oder Mitarbeitern eben auch eine Sicherheit zu geben, ob sie sich angesteckt haben oder nicht. Ganz wichtig war auch das Thema Beschaffung von Hilfsmitteln. Das hat vielerorts durch persönliche Kontakte geklappt. Was wir da gehört haben, auch was es an China-Connections plötzlich gegeben hat in den persönlichen Netzwerken der Einrichtungsleitungen bzw. Gesellschafter, Geschäftsführer, war schon beeindruckend. Und das hat sie durch die ersten Wochen auch der Mangelsituation und vor allem der Sorge darum, was ist, wenn es bei uns zu einem Ausbruch kommt, getragen. Wir haben auch hier gesehen, dass die kommunalen Strukturen, gerade was so die erste Phase anbelangt, deutliche Verbesserungsbedarfe aufgewiesen haben. Wir haben gesehen, ja, wir haben uns auch zeitig eingebunden, aber oft nicht rechtzeitig. Das heißt, wir haben auch die Einrichtungsleitungen und Geschäftsführungen gehört, die gesagt haben, es hat lange gedauert, bis wir in Krisenstäbe eingebunden worden sind. Das ist auch nicht überall gleichermaßen gelungen. Im Ruhrgebiet gibt es einen Flickenteppich an Praxis, wenn es darum geht, die Pflege und gerade die Pflege in das Management von Krisen vor Ort einzubinden. Es gab gute Beispiele, das möchte ich auch an der Stelle nochmal benennen. Wir haben aus Mülheim sehr viel Gutes gehört. Wir haben an einigen Stellen auch aus Essen sehr viel Gutes gehört, aber wir haben aus anderen Städten auch gehört, dass da bis heute eigentlich keine systematische Einbindung von Pflegeeinrichtungen stattgefunden hat. Deswegen das Thema Abstimmung mit Behörden, Abstimmung auch bei Beratungs- und Entscheidungsprozessen würden wir uns viel, viel stärker wünschen und das Ganze auch verbunden mit Technik, aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ganz wichtig in diesem Kontext waren die Rückmeldungen Wertschätzung. Ja, das möchte ich nochmal betonen. Es ist eigentlich keiner wirklich dagegen, Menschen zu belohnen, auch mit einer Prämie für harte Arbeit, die geleistet wird. Aber es wurde eben immer wieder auch von den Entscheidungsträgern betont, dass so etwas nicht zu einem Trostpflaster verkommen darf, zu einer einmaligen Aktion, dass es wichtig ist, auch über die Corona-Krise hinaus, über Wertschätzung zu reden. Und Wertschätzung heißt nicht nur Klatschen vom Balkon oder Musik organisieren im Garten für Mitarbeiter, sondern heißt, sie auf Dauer gut zu bezahlen, aber eben auch räumliche und sächliche Rahmenbedingungen zu optimieren. Und das ist sehr pointiert auch nochmal in der Befragung zum Ausdruck gekommen. Ja. Das zweite große Themenfeld, das wir identifiziert haben, dreht sich um das Thema Mitarbeiterin, Partizipation und Kompetenz. Und eine Kernaussage ist uns da wirklich im Hinterkopf geblieben. Nämlich, wir haben in der Krise gesehen, dass wir vorhandene fachliche Kompetenzen nicht nur neu entdeckt haben, sondern auch
künftig neu gewichten müssen und wollen, weil insbesondere das Hygienewissen schützt Menschenleben. Auf den Folien sehen Sie links jetzt jeweils die einzelnen Kernaussagen, die wir abgefragt haben, und dann jeweils die Zustimmungswerte abgebildet. Das nur als Ergänzung sind hier jeweils die Mittelwerte. Was ist daran besonders interessant? Nun, zum einen haben wir fast durchgängig eine Botschaft erhalten, die Sie hier auch in der Aussage 2.3 wiederfinden. Die Mitarbeiterinnen sind in der Krise enger zusammengerückt und der Zusammenhalt ist größer geworden. Dies zeigte sich durch einen niedrigen Krankenstand und durch weniger Konflikte bei kurzfristigen Arbeitseinsätzen. Dass das große Engagement und die Motivation der professionell Pflegenden da sicherlich einen erheblichen Anteil daran hatte, die Krise bislang so auch meistern zu können, das zeigt sich hier sehr deutlich und das wird von den Entscheidern auch genauso kommuniziert. Sehr überrascht waren wir über das, was hier in These 2.4 formuliert ist. Nämlich an vielen Stellen ist kommuniziert worden, bitte denkt nicht nur daran, welche Auswirkungen Corona-Pandemie für die unmittelbare Versorgung der Pflegebedürftigen hat, sondern denkt das Thema Konsequenzen für Aus-, Fort-, Weiterbildung und Praxisanleitung mit. Der rote Balken deutet hier an, dass diese These, die Corona-Pandemie führte zu erschwerten Bedingungen für Fort- und Weiterbildung sowie Ausbildung und Praxisanleitung, dass das auf sehr hohe Zustimmung getroffen ist. Der dritte Punkt, den ich hier besonders betonen möchte, ist das Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz. Wir haben in der Befragung gesehen, dass die vorhandenen Kompetenzen der Hygienefachkräfte nicht nur dringend nötig waren, sondern wir haben auch sehr hohe Zustimmungswerte bei der Aussage bekommen, sie haben auch in den Einrichtungen eine größere Bedeutung und Beachtung bekommen. Kritisch wird an dieser Stelle allerdings angemerkt, dass bisherige Hygieneschulung und insbesondere die Vermittlung der Kompetenz von den spezialisierten Fachkräften in die Mitarbeiterschaft hinein, Stichwort auch insbesondere ambulante Versorgung, hier künftig noch einen viel größeren Stellenwert einnehmen muss. Ja, Werte, Wertschätzungszuwächse bedeutet nicht gleich Attraktivitätsgewinn im Sinne von Aufwertung der Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen, auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist ein erster Punkt, den wir festhalten wollen. Da müssen wir auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit stärker hinwenden. Der zweite wichtige Punkt ist, wir müssen im nächsten Schritt uns sehr genau anschauen, was sind eigentlich die Folgen der Corona-Pandemie für Aus-, Fort- und Weiterbildung? Was bedeutet das ganz konkret für die jungen Menschen, die jetzt in der Ausbildung sind? Was bedeutet das auch für die Kompetenzvermittlung, für Ausbildungsqualität? Da glaube ich, können wir uns gut vorstellen, dass wir diesen Punkt vielleicht auch gleich in der Diskussion nochmal eingreifen. Ja, und der dritte Punkt, Engagement. Viel freiwilliges Engagement hat die Einrichtung durch die Krise gebracht, aber dazu gehörte auch, das ist auch sehr deutlich geworden, klare einrichtungsinterne Orientierung und eine vor Ort präsente und ansprechbare Führung. Ja, um das noch kurz zu ergänzen, das ist auch ein interessantes Phänomen, was uns die Entscheidungsträger jetzt zurückgemeldet haben, was wir, glaube ich, aber auch als Bürgerinnen und Bürger fast alle erlebt haben. Man wurde gern regiert. Man wurde gern regiert von jemandem, der wusste, wo es lang geht und der kluge Entscheidungen getroffen hat. Und ich glaube, das ist etwas, was eine interessante Erkenntnis in dieser Studie war, dass man eben bei aller Partizipation, die wir auch immer wieder gerne fördern und unterstützen und auch, glaube ich, die in den letzten Jahren auch entwickelt worden ist, hat die Krise auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass Führung präsent ist, klare Kante zeigt und hinter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielfach gelungen ist. Aber ja, da kann man auch nochmal drauf schauen. Michaela hat es gerade angesprochen. Wir haben uns dann mit dem Thema Technik und Technologie auch befasst, beschäftigt, beziehungsweise haben auch da den Gesamteindruck, der uns ja so in der Gesellschaft auch insgesamt entgegenkam. Ja, wir haben plötzlich viel mit
Videotelefonie gemacht. Wir haben plötzlich viel digitale Lösungen gehabt. Wir haben ja alles Mögliche mittlerweile digital erlebt. Wie steht das denn eigentlich? Wie ist es denn in der Pflege, wo wir wissen, dass wir auch durchaus zur Kenntnis zu nehmen haben, wir haben hier eine Dienstleistung, die im direkten Kontakt von Mensch zu Mensch stattfindet. Also wo kann da Technik helfen? Und das war etwas, was uns nicht überrascht hat, aber was uns auch zumindest gefreut hat mit Blick auf die Zukunft. Die zeitnahe Einführung von Digitallösungen hat einen Schub erlebt. Das heißt, man hat festgestellt, ja, Technik kann uns helfen, vor allem wenn es darum geht, ja, ganz konkret Informationen fließen zu lassen, Kommunikation zu unterstützen und auch Begegnung wieder zu ermöglichen. Wenn es zum Beispiel darum geht, auch dass Angehörige mit Bewohnern Kontakt haben, aber auch das Thema Vernetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Ärzten, mit Krankenhäusern, spielt da eine Rolle. Wobei, das ist ein Aspekt, der sehr deutlich auch negativ hier bewertet worden ist. Die Vernetzung zu externen Unterstützern oder externen Gesundheitsdienstleistern, externen Partnern im Gesundheitswesen ist ein deutlicher Verbesserungsbereich, den wir hier konstatieren können. Das heißt, wir brauchen auf Dauer, und das haben wir auch gemerkt an vielen Stellen, wenn wir Videokonferenzen gemacht haben, auch schon bei den Fokusgruppen, wir brauchen eine durchgängige Digitalisierungsstruktur, wir brauchen eine Strategie dafür auch. Es ist sicherlich lobenswert, wenn immer wieder berichtet wird, dass wir das digitale Krankenhaus jetzt gerade entwickeln, dass wir ein Zukunftsprogramm Krankenhaus gerade mit Blick auf Digitalisierung bekommen. Aber die Corona-Krise hat uns gezeigt, wir brauchen es mindestens genauso sehr auch in der Pflege, in der Pflegewirtschaft. Und das bedeutet Investitionen, die nicht nur punktuell gesetzt werden, sondern die Strukturen verändern. Und das heißt, Netzwerke zu errichten, die Technik vor Ort verfügbar zu machen. Aber Technik allein ist nicht die Lösung. Wir brauchen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dabei mitgenommen werden, motiviert, qualifiziert werden und Wissen erlangen, was sie dann auch entsprechend einsetzen. Homeoffice wird sicherlich nicht der Regelbetrieb in Pflege sein. Dazu ist, wie gesagt, der Kontakt Mensch zu Mensch viel zu wichtig. Aber es hat sich doch gezeigt, dass viele Dinge auch durch Homeoffice oder durch Videokonferenzen auch geleistet werden können. Aber die Anschlussstellen nach draußen, die Schnittstellen zu den Behörden, zu den Entscheidungsträgern, zu den Beratungstreffen, die haben vielerorts nicht gut funktioniert. Und da würden uns, glauben wir, die Rückmeldung von den Entscheidungsträgern, digitale Lösungen helfen. Wir haben dann nach der Bewertung der einzelnen Aussagen nochmal danach gefragt, was ist Ihnen in den Themenblöcken eigentlich besonders wichtig? Welcher der jeweiligen Thesen hat für Sie besonderes Gewicht? Im Bereich Information, Kommunikation und Wert von Pflege gab es vor allen Dingen zwei Geschichten, die sehr deutlich wurden. Nämlich zum einen, öffentliche Wertschätzung ist zwar situativ motivierend, jetzt muss es aber darum gehen, strukturelle Aufwertung in der Pflege möglich zu machen. Und da immer auch wieder der Hinweis, ja, natürlich, es geht auch um die große Frage der Verdienste, aber eben nicht nur. Sondern ein ganz wichtiger weiterer Schwerpunkt ist natürlich das Thema, wie können wir digitale Technik auch zur Chance machen, zur Chance vorhandene Kompetenzen besser einzusetzen, das große Thema Arbeitsentlastung, Ausbildung, Qualifizierung, also strukturelle Aufwertung jenseits einzelner Bonuszahlungen und Prämien wurde hier besonders hoch gewichtet. Die zweite These, die aus Sicht der Entscheider eine prioritäre Rolle gespielt hat, war, dass situative Flexibilität, also die Chance vor Ort, lokal, kurzfristige Absprachen zu treffen, wesentlich dazu beigetragen hat, die Krise zu meistern. Wir interpretieren das auch so ein bisschen in Richtung Netzwerke, ja. Netzwerke vor Ort. Also es geht nicht immer nur um formale Verordnung oder Richtlinien, sondern das, was wir hier sehen, ist vor allen Dingen das Informelle, das zwischen den Zeilen, das Dialogische, was unglaublich wichtig war, auch für die Wissensvermittlung in der Krise. Beim Themenfeld Mitarbeiterinnen, Partizipation und Kompetenz, glaube ich, ist es nicht sonderlich
überraschend zunächst gewesen, dass die Beobachtung sehr stark gewichtet wurde. Der Zusammenhalt ist größer geworden und es gab auch deutlich weniger Konflikte in dieser Zeit in den Einrichtungen. Das jetzt in die Zukunft zu tragen und zu sagen, wie kann man dieses Engagement jetzt unterfüttern mit struktureller Aufwertung, das geht, glaube ich, sehr gut zusammen mit der Gewichtung der Thesen im Bereich 1, genauso wie die Erfahrung der Einrichtung, die fachliche Einbindung der Mitarbeiterin hat zugenommen, ist wichtig. Das ist, denke ich mal, etwas, was sich lohnt, auch künftig weiter im Blick zu behalten. Das Thema Digitalisierung, auch da wurden zwei Thesen besonders gewichtet. Zum einen die Sicht, dass die zeitnahe Einführung von Digitallösungen einen Schub erlebt hat und die Träger aber auch erkannt haben, dass sie sich besser mit technischen Lösungen ausstatten müssen. Das geht natürlich nicht einfach mal so. Da werden wir bestimmt gleich in der Diskussion noch drauf kommen, wie kann man eigentlich Digitalisierung nicht in der Altenpflege, sondern Digitalisierung für die Altenpflege künftig so ausgestalten, dass das eine Chance ist und dass auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, Mittel für die Einrichtung da vorhanden sind. Also wir wurden ja immer schon damit konfrontiert, dass die Pflege technikfeindlich sei. Das haben wir immer auch bestritten. Und ich denke mir, die Art und Weise, wie jetzt auch mit Technik umgegangen wurde, wie schnell und unkompliziert Lösungen gefunden wurden, hat das auch nochmal widerlegt. Und ich glaube, es gibt auch hier jetzt aktuell einen großen Bedarf, auch das weiterzuführen. Das geäußert wurde, dass die Einführung digitaler Technik einfacher funktioniert hat als angenommen und auch Vorbehalte abgebaut wurden, hat nach unserer Einschätzung sehr viel damit zu tun, dass es einen ganz wichtigen gemeinsamen Bezugspunkt gab. Also es war von vornherein klar, warum, mit welchem Ziel wird Technik jetzt eingeführt. Ja, Verbesserung der Kommunikation in der Krise, aber auch die Ermöglichung von Teilhabe, von Kommunikation zwischen Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörigen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum hier gesagt wird, Vorbehalte wurden abgebaut, weil es ein Technikprozess in Teilen zumindest war, der für alle nachvollziehbar war, der einen gemeinsamen Bezugspunkt hatte und der auch aus fachlich-professioneller Sicht der Beschäftigten als sinnvoll erlebt wurde. Ja, kommen wir zum letzten Handlungsfeld, 4 Zukunftsaufgaben. Da haben wir hier etwas mitgebracht, eine Auswertung, die fasse ich immer so unter der Überschrift zusammen. Sie sehen, dass Sie nicht sehen oder Sie sehen, dass Sie nicht viel sehen. Sie sehen zumindest keine signifikant großen Unterschiede in der Einschätzung. Welche Zukunftsfragen sind denn jetzt die herausragenden? Und das zeigt etwas für uns ganz Interessantes. Wir haben es mal überschrieben mit Pflege unter dem Brennglas. Das Bild ging die letzten Tage öfter mal durch die Medien. Ich glaube, auch Minister Laumann hat es strapaziert. Er meinte damit Lupe. Das heißt, man sieht jetzt genauer hin. Ja, wir haben das gedacht, das Thema Brennglas gefällt uns auch. Aber im Sinne von, ja, etwas zünden lassen, etwas ja auch jetzt mit Energie versehen, beziehungsweise ja, wenn man ein Brennglas auf einen Punkt richtet, machen Sie das mal mit Ihrer Haut, da tut es auch mal weh. Und ich glaube, die Zukunftsfragen müssten jetzt wehtun, weil sie zeigen auch, also das, was wir hier zumindest mit den Entscheidungsträgern diskutiert haben, dass wir eine Menge Baustellen gerade haben, die wir zu bearbeiten haben, dass wir eigentlich eine Riesenherausforderung haben, Dinge, die wichtig sind, eben nicht auf eine Prioritätenliste nach hinten zu verschieben, sondern nahezu eigentlich alles gleichzeitig machen müssten. Wir glauben, das haben wir, glaube ich, gerade mal ausgeführt, das Thema Infrastrukturprogramm wurde sehr stark nach vorne gekehrt. Das heißt, das Infrastrukturprogramm, wir haben es mal ganz flapsig in der Ruhrgebietskonferenz das WUMS-Paket genannt, also das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Wir würden uns so etwas wünschen auf die Pflege bezogen. Das war immer wieder Thema auch in den letzten Tagen nach der Durchsicht dieses Paketes, dass der Begriff Pflege dabei nicht vorkommt. Das zeigt auch hier nochmal, Leute, wir müssen auf Dauer investieren in Infrastruktur und natürlich auch in die Menschen dahinter. Es ist auch deutlich geworden nochmal, dass wir in der Zukunft besser auf die Ausstattung mit Hilfs- und Unterstützungsmaterial Wert legen müssen.
dass das eine ganz andere Bedeutung hat, dass wir Distributionskanäle, Beschaffungswege ja vielleicht auch hier wieder in die Regionen holen und da kurzfristig auch mit Herausforderungen umgehen zu können. Wir glauben eben auch, dass, oder beziehungsweise die Entscheidungsträger haben hier uns zurückgemeldet, dass auch der ja, Fokus, in dem wir jetzt stehen, nämlich die Aufmerksamkeit, dass die uns auf der einen Seite gut tut, auf der anderen Seite beinhaltet sie auch das Potenzial einer großen Enttäuschung, nämlich der Enttäuschung, dass jetzt geklatscht wurde und dass da Schulterklopfen wie immer so nach dem Motto, na toll, dass du diese Arbeit machst, ich könnte das nicht, erfolgt ist, aber dass das Ganze keine nachhaltigen Wirkungen auch zeitigen wird. Das heißt, wir brauchen auch hier eine dauerhafte Wertschätzungsstrategie. Und was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist, dass wir uns stärker nochmal damit beschäftigen, wie Pflege auch in die Netzwerke, in Entscheidernetzwerke mit eingebunden sind. Wenn wir zum Beispiel den gesamten Behördenweg uns anschauen, von dem wir hier immer wieder gehört haben, der Umgang der Behörden mit den Einrichtungen, wenn es darum ging, zum Beispiel Menschen, Beschäftigte in Quarantäne zu bringen, da gab es ganz praktische Beispiele in den Fokus-Workshops, wo Kolleginnen erzählt haben, dass sie mit 5 Gesundheitsämtern zu tun haben, die 6 verschiedene Positionen zum Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingenommen haben. Da wäre es hilfreich, jetzt auch im Nachgang der Pandemie ganz konkret auch darüber zu arbeiten, wie wir eigentlich die Sicht auch von Pflege und Einrichtungen mit einbinden zum einen und wie wir auch wegkommen von dieser Zersplitterung auch von Behörden und Entscheidungswegen hier. Das bezieht sich auch explizit auf das Ruhrgebiet. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ihn hier zwar zuletzt jetzt aufgeführt, die künftige Herausforderungen, dass wir eine bessere Balance zwischen Schutzbedürfnis, Fürsorgeverpflichtung und Freiheitsrechten brauchen. Das kommt zwar hier an allerletzter Stelle, aber ist etwas, was im Augenblick viele Einrichtungen beschäftigt. In den letzten Tagen ist das hochgekocht, auch in den Rückmeldungen, nämlich das gesamte Thema Besuchsrechte und Anordnungen zum Thema Besuche und auch ja, sich frei bewegen können in Einrichtungen. Auch das ist etwas, was wir in Zukunft besser klären müssen, wo wir einheitlichere Haltungen auch für brauchen, vielleicht auch sowas wie Leitlinien. Auch das ist etwas, was hier auf dieser letzten Folie zum Ausdruck gekommen ist. Vielleicht als Fazit und als Ausblick, wir haben es jetzt mehrfach schon angesprochen, wir brauchen keine Schulterklopfereien und Prämien. Wir brauchen auf Dauer eine innere Aufwertung. Das betrifft aber nicht nur die Aufwertung ja, von Politik, von Gesellschaft, von Medien. Wir haben immer auch erkannt und diskutiert, auch hier wieder, dass Imagebildung nach, ja, im Inneren der Einrichtungen anfängt. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Sicht auf die eigene Leistung. Und ich glaube, da ist die Krise eine große Herausforderung. Die Wertschätzung, die man dort untereinander verspürt hat und sich auch gegeben hat, sollte uns einen Schub nach vorne bringen. Ja. Das Thema Kommunikation und Koordination auch mit öffentlichem Gesundheitsdienst haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Wir brauchen mehr gemeinsame praxisnahes Krisenmanagement, das heißt das rechtzeitige Einbinden in Krisenkommunikation. Wir brauchen lokale Verfügbarkeit von Verteilungswegen und wir brauchen auch hier eine bessere örtliche digitale Vernetzung. Es gab in dem Ruhrgebiet eine Stadt, wo man sich auf dem privaten Facebook-Kanal eines Sozialdezernenten besser informiert fühlte als bei den Behörden generell. Also die formalen Wege der Behörden waren verschlungener als die konkreten Hinweise, die da auf einem konkreten Facebook-Kanal gegeben wurden. Ja, wir brauchen hier eine Orientierung. Ich habe es gerade schon angesprochen, zwischen Schutzbedürfnis, Fürsorge und Freiheitsrechten. Wir haben uns auch gefragt oder es wurde auch mal gefragt, wo bleibt denn eigentlich die Charta der Rechte, Hilfe und pflegebedürftiger Menschen in der Corona-Zeit? Wir haben dazu mal viel gearbeitet. Auch das Bundesministerium für Familie und Senioren hat dazu viel gearbeitet. Wo ist das eigentlich geblieben, hat mal jemand in einem der Fokusgruppen gefragt. Und ja, wir haben die Fehlstelle im Konjunkturprogramm schon angesprochen. Es ist schön, wenn die Krankenhäuser digitalisiert werden, aber wir brauchen auch eine Digitalisierung in der Pflege. Es ist schön, wenn es mehr Personal für die Gesundheitsämter gibt,
Aber wo bleiben eigentlich die versprochenen Mehrpersonalstellen? Wir hatten ein Rotgang-Gutachten, wir hatten Empfehlungen zur Personalausstattung. Und ich glaube, es ist an der Zeit, und das ist hier nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, dass wir uns daran auch wieder erinnern, dass es vor der Corona-Krise Erkenntnisse gab, die jetzt nach der Corona-Krise nicht nur nicht zutreffend sind, sondern die nochmal von besonderer Bedeutung auch gerade für uns sind, nämlich mehr Personal, bessere Sachausstattung und bessere Technikausstattung. Hast du noch was? Vielleicht nur als letzten Satz. Ja. Ich glaube, wir haben es ja vorhin angesprochen, Pflege unter dem Brennglas und das ganze Problem mit diesem Brennglasbild. Wir glauben, eins ist deutlich geworden. Pflege, das ist eben nicht nur Krisenbewältigung. Pflege, das ist Zukunft. Und das ist vor allen Dingen Zukunft, die für Teilhabe, für sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft steht. Sie steht auch dafür, wie Menschen in Deutschland alt werden. Und ein Konjunkturprogramm, das auf Zukunft zielt, da darf auch wirklich am Ende mehr Pflege drinstehen. Ja, und wir wollen eben auch nicht vergessen, auch das nochmal so zum Abschluss, dass wir das Ganze, und das ist immer wieder zum Ausdruck gekommen, dass wir das Ganze den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdanken, die jetzt in den Einrichtungen sind. Aber es hat auch mal jemand geschrieben und gesagt, dass Mitarbeiter in der Pflege keine Engel sind, sondern Profis. Und das, glaube ich, zeigt sehr schön, dass wir standgehalten haben, dass wir gut waren, dass Pflege Krise kann, das steckt alles da drin. Und jetzt sind wir gespannt auf die Diskussion bzw. die Rückmeldung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, der Applaus hier im Raum ist naturgemäß leise. Verhalten den restlichen, denken Sie sich bitte digital. Herzlichen Dank, Frau Evans, herzlichen Dank, Herr Weigel. Für die Forschungsarbeit im Vorfeld, auch für die Präsentation jetzt hier. Jetzt, weil wir ihn gerade nicht sehen, würde ich trotzdem ganz gerne mit Herrn Dr. Schöllkopf beginnen, weil wenn die Pflege, ob sie jetzt unterm Brennglas ist und ob es da so schön ist, es tut ja nur weh unterm Brennglas, wenn draußen die Sonne scheint und wieso der Wetterbericht in der Pflege ist, das werden wir sicher in der nächsten guten Stunde eruieren. Aber Herr Dr. Schöllkopf, wenn die Ruhrgebietskonferenz Pflege sagt, die letzten 3 Monate ist die Pflege sehr gut durch die Krise gekommen und kann selbstbewusst feststellen, dass die Träger und Unternehmen gute Arbeit geleistet haben. Würden Sie das aus der Sicht aus dem BMG unterstützen? Ja, ich glaube, das kann man wirklich unterstützen. Es ist ja schon so gewesen, dass das alles mit sehr großer Gewalt auf uns alle, aber dann sicherlich eben halt auch auf die Pflegeeinrichtungen und Dienste hereingebrochen ist. Und auch wenn alle, das gilt für die Politik, fürs BMG, für die Einrichtungen, Pandemie schon mal irgendwie durchgespielt haben, ist es halt dann doch was anderes, wenn man dann tatsächlich so massiv damit konfrontiert wird, mit den Änderungen und akuten Notwendigkeiten. Das haben wir ja gemerkt, als dann klar war, dass es sehr schnell an insbesondere zum Beispiel der Schutzausrüstung fehlt. Und was da dann alle Beteiligten, das gilt sicher für uns, aber ganz sicher eben halt auch für die Einrichtungen dann an Anstrengungen absolvieren mussten, damit man da erstmal improvisiert und dann aber natürlich wieder besser organisiert, dann damit einigermaßen zurechtkommt. Das war schon enorm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, jetzt gerade wenn man an die stationären Einrichtungen denkt, auch an den Umgang mit der Tatsache, dass man da ad hoc dann diverse Beschränkungen umsetzen musste, was sowohl für die Pflegebedürftigen, das wissen wir alle, als auch für die Angehörigen mit massivsten Belastungen verbunden war, dass man damit dann natürlich auch gefordert war, das zu erklären, umzusetzen und trotzdem zu versuchen, dass die Menschen, die davon halt so betroffen sind, nicht über die Maßen leiden, weil das Leid war, das haben wir ja alle, glaube ich, gesehen, mussten das wahrnehmen. Also insofern, glaube ich, kann man das ohne Einschränkung feststellen, dass das Engagement hier extrem war, aber auch notwendig. Das kann man uneingeschränkt unterstreichen. Wir können, glaube ich, schon wirklich
froh sein, dass wir haben ja auch einige Fälle von Einrichtungen, die massiv betroffen sind, aber wenn man uns vergleicht mit jetzt Schweden oder Italien, dass wir hier noch vergleichsweise gut bis hierhin gekommen sind. Das heißt, bis hierhin nicht umsonst, ne, weil wir ja wissen, dass das weitergeht und wir deswegen das Engagement, das wir alle hatten, ja weiter aufrechterhalten müssen. Wenn wir nicht, ja, ich sag's andersrum, um eben ja weiter so erfolgreich zu sein, wie wir es bisher eben auch waren. Deswegen, wir müssen uns weiter motivieren, wir müssen uns weiter engagieren. Alle. Wir müssen natürlich aber auch über die Dinge sprechen, es ist gerade im Vortrag ja schon angeklungen, die ein wenig aus dem Fokus verschwunden sind. Wir hatten große Diskussionen in der Pflege noch Ende Februar. Wir werden da sicherlich gleich auch noch mal drauf kommen. Ich würde gerne ein paar der Einschätzungen, die wir gehört haben, mal in die Runde geben. Und ich würde gerne direkt bei Herrn Christofczyk als Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege anfangen. Wir sind bis hierhin, wir müssen auch über den weiteren Weg noch sprechen, sehr gut durch diese Phase gekommen. Woran hat das gelegen? Frau Evans, Herr Weigel haben ja gerade gesagt, Pflege kann Krise. Was hat Sie in den letzten Wochen und Monaten ganz besonders beeindruckt, was die Pflege bewiesen hat in dieser Zeit? Ja, am meisten beeindruckt hat mich persönlich tatsächlich die hohe Fachlichkeit und die hohe Qualität der Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen gerade am Bett sozusagen erbracht haben. Ich bin aber auch jemand, der sagt, wir machen ein Zwischenfazit und das Ganze hat auch etwas mit Demut und Dankbarkeit zu tun. Ich habe auch viele Kollegen erlebt, deren Einrichtungen betroffen waren, die genauso eine gute Arbeit gemacht haben, von der heute keiner weiß, warum und weshalb sie das auch erreicht haben. Also man muss sehr aufpassen, das nicht miteinander abzuwägen. Aber am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich die hohe Qualität. Wir haben mal sehr selbstbewusst in der Ruhrgebietskonferenz Pflege ganz früh gesagt, wir können das, wir können das. Wir können das deshalb, weil wir viele Erfahrungen haben damit und weil wir eine hohe Fachlichkeit haben. Wenn wir genug ausgestattet sind, das heißt, wenn wir Schutzkleidung haben, das war ja ein Thema der ersten Tage, wenn unsere Mitarbeiter gute Rahmenbedingungen haben, dann werden sie diese Krise auch bewältigen. Das hat sich bewahrheitet und mich hat beeindruckt, das ist ja tatsächlich, wenn man das sich mal vorstellt, am Anfang war es ja nicht überall gegeben, einen ausreichenden Schutz zu haben. Da hat sich kein Mitarbeiter vom Acker gemacht und keine Mitarbeiterin, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ja gehört, der Krankenstand ist zurückgegangen, es gab eine hohe Solidarität. Und das hat mich tatsächlich am meisten beeindruckt, dass das, was wir immer gesagt haben, nämlich dass gerade in den langzeitstationären Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten eine Qualitätsentwicklung stattgefunden hat, die sich jetzt auch tatsächlich ausgezahlt hat. Wir können das, weil wir gut sind und dennoch bleibt eine gehörige Portion Demut an der ganzen Geschichte dran bis heute. Herr de Vries, es fällt immer schwer, so an sich an die Zeit vor Corona zu erinnern, aber denken wir mal zurück, Ende Februar. Da sind das letzte Mal Herr Dr. Schöllkopf und ich persönlich aufeinander getroffen, weil wir gemeinsam auf einer Bühne in Berlin standen. Da ging es um das neue Personalbemessungssystem. Eine der letzten Hände, die ich geschüttelt habe, war die von Herrn Spahn. Ich habe sie trotzdem häufig gewaschen seitdem. Das war aber keine Missachtung. Ich glaube, ihr habt mich auch gut durch die Zeit geführt, bevor er dann nach Italien geflogen ist. Worauf ich hinaus will, ist, wir sind eigentlich damals an einem Punkt gewesen, wo wahnsinnig viel in der Politik, in der Öffentlichkeit über Pflege gesprochen wurde, über bessere Bezahlung von Pflegekräften, über eine bessere Finanzausstattung, über im Grunde eine völlige Neuordnung der Finanzierung in der Pflege. Wenn wir jetzt mal versuchen, uns vorzustellen, dass wir irgendwann noch mehr Normalität bekommen, wie ist Ihre Einschätzung? Hat die Pflege dann gewonnen, weil die Aufmerksamkeit jetzt noch größer geworden ist? Oder wird die Pflege am Ende eine Branche sein, für die man jetzt erstmal viel getan hat und es gibt viele drumherum, die am Boden liegen und die dann erstmal Aufmerksamkeit bekommen? Ja, also da liegt natürlich ein besonderes Risiko, das Sie ansprechen, vor dem wir zu Recht Angst haben müssen. Und es ist auch schwierig zu kommunizieren, weil dahinter natürlich immer der Eindruck entsteht einer unendlichen Undankbarkeit, was alles für uns getan worden ist und was eben dann doch noch nicht reicht. Dazu muss man zunächst sagen, wir haben in dieser Legislaturperiode die Pflege in den Mittelpunkt gestellt, wie seit Jahrzehnten nicht. Von daher ist da wahnsinnig viel passiert. Ja, und jetzt haben wir Corona. Und wenn Corona vorbei ist, haben wir Wahlkampf. Ich habe das noch nicht erlebt, dass im letzten Drittel
einer Legislatur bedeutende Struktur- oder Finanzreformen entwickelt worden sind. Meine Hoffnung ist natürlich, dass trotzdem etwas passiert. Wenn Sie sich die Äußerungen von Herrn Spahn angucken, ich kann mich erinnern, im letzten Jahr nach den Sommerferien sollte was kommen, dann sollte bis Weihnachten was kommen, im Frühjahr soll was kommen und jetzt sollte bis zu den Sommerferien was kommen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Gestern habe ich von dem Westerfellhaus gehört, dass vor Weihnachten was kommen soll. Und wissen Sie, das kann ich alles gut verstehen, weil wenn man jetzt an das Ministerium denkt und auch, ich weiß gar nicht, ob Herr Schöllkopf je mehr Gesetze produziert hat als in dieser Legislatur, ja, könnte mir vorstellen, dass das schon ein Höhepunkt war. Da kann man ja nicht sagen, dass nichts passiert ist. Allerdings, und das ist wirklich das Problem, außer 1.500 Euro Wertschätzung, vermute ich, wird bei den Pflegekräften, wenn Sie fragen, nicht das Gefühl sein, dass da viel angekommen ist. Und ohne auch die Untersuchung klein zu machen, bitteschön, dass wir Krise können, das haben wir seit Jahrzehnten belegt. Wenn wir das nicht könnten, gäbe es uns gar nicht mehr. Dass wir höhere Anforderungen mit gleichbleibenden Ressourcen, vielleicht zum Teil sogar mit zurückgehenden Ressourcen können, wenn Sie alleine mal gucken, was 2020 an Behandlungspflege in den Einrichtungen stattfindet und 1996, als wir das mal gebastelt haben, gedacht haben, was da passieren würde. Also, dass wir Krise können, ist belegt. Wir müssen jetzt große Angst haben, dass die aus demografischen, systemischen Gründen notwendige Finanz- und Strukturreform an Priorität verloren hat. Ja, weil Corona anstand, aber bitteschön nicht, weil Wahlkampf kommen könnte. Das ist, glaube ich, etwas, das können wir den Pflegekräften nicht mehr zumuten, nicht mehr verständlich machen. Herr Peis, haben Sie eine Idee, wie wir die wirklich doch auch in der Öffentlichkeit tief empfundene Wertschätzung der Arbeit für die Pflege, auch der Applaus war, glaube ich, eine sehr ehrliche Respektbekundung. Und auch wenn man politische Entscheidungsprozesse kennt, weiß man, wie viel Energie nötig ist, um so eine Prämie auf den Weg zu bringen. Aber haben Sie die Fantasie, wie wir diese Wertschätzung aus einer einmaligen, krisenbedingten Anerkennung in eine strukturelle Wertschätzung überführen können? Ja, man darf also, wie gerade schon mal gesagt, das Thema jetzt nicht aus dem Auge verlieren, denn wir hören ja auch, wie schwierig auch andere Wirtschaftszweige betroffen sind. Und da haben wir alle die Befürchtung, dass die jetzt in den Fokus rücken danach, um zu sehen, wie kriegt man die wieder auf die Beine. Die Pflege hat ja gearbeitet und hat auch kein Arbeitsplatzproblem dabei, sondern wir haben ja nach wie vor das Problem, wie wir mit den zu wenigen Pflegekräften überhaupt die Pflege aufrechterhalten können und haben da schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir die ganzen Schwierigkeiten immer und immer wieder nochmal hinkriegen. Aber irgendwann sind wir ja auch am Limit dabei, bei dem, was getan werden kann. Und wir müssen tatsächlich jetzt es auch hinkriegen, dass wir dauerhaft jetzt und auch konkret an Dingen arbeiten, um die Situation zu verbessern. Und nicht nur immer sagen, es kommt noch demnächst mal was und es kommt demnächst mal was. Wir haben das Gutachten von Professor Rothkank ja alle gelesen. Jetzt ist es wieder auf einige Erprobungen geschoben. Und da bestehen die Befürchtungen, dass sie aus dem Fokus verloren werden einfach. Und wenn wir uns das anschauen, die Rückmeldungen, die kamen von den Trägern, war, die Prämie ist ja ganz schön, aber wir hätten lieber eine dauerhafte Diskussion darüber, wie das Gehaltsniveau in der Pflege auch dazu führen kann, dass wir mehr Leute gewinnen können. Keiner wollte auf die Prämie verzichten, weil das aktuell wirklich ein Zeichen der Wertschätzung auch so ist. Allerdings müssen wir auch dauerhaft etwas tun in diesen Zeiten und dann nicht sagen, nee, jetzt müssen wir uns den anderen Dingen zuwenden, weil da würden wir, glaube ich, viele Menschen enttäuschen, die jetzt einfach in Vorleistung getreten sind, die einfach gesagt haben, wir sind gefragt, da hat jetzt keiner, bevor er arbeiten ging, gefragt, kriege ich auch eine Prämie oder werde ich auch irgendwie besonders belohnt, sondern jeder hat für sich diese Krise angenommen und hat gesagt, hier wollen wir helfen. Man hat sich gegenseitig unterstützt in den Dienstplänen, wenn es mal so nicht geklappt hat, aber dann muss auch am Ende die Diskussion auch offen gehalten werden und es muss auch zum Ergebnis kommen dazu. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese angefangenen Prozesse auch schon vor Corona jetzt auch zügig weiterführen und nicht verschieben, weil noch wieder was anderes dazwischen kommt. Herr Dr. Schöllkopf, in aller Demut, die Sie hier hören, die Pflege ist nicht undankbar, aber können Sie uns ein bisschen mitnehmen in den Maschinenraum des BMG? Sie haben damals in Berlin
Ende Februar einen Roadmap-Prozess vorgestellt. Jetzt wissen wir alle, es gibt beim Navigationssystem manchmal die Route wird neu berechnet. Das war bei Ihnen dann wahrscheinlich wenige Tage später der Fall. Wie sehen im Moment die Planungen aus, was die großen Themen, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben, aber vielleicht noch mal ein bisschen an Dringlichkeit gewonnen haben, angeht? Ja, also ich muss ja da erst noch mal, glaube ich, meinen Chef hier in Schutz nehmen, der immer gesagt hat, vor Corona die Pflegereform, da wird er einen Vorschlag bis zur Sommerpause vorlegen. Da wäre ja selbst jetzt noch in der Zeit, ja, aber das wird jetzt nicht mehr gehen. Das hat er auch letzte Woche in einem Townhall-Meeting, einem virtuellen allerdings, mit zum Thema pflegende Angehörige deutlich gemacht, dass da jetzt mit Hochdruck natürlich dran gearbeitet wird und er ausdrücklich eine Pflegereform noch machen möchte. Das hat er dort wirklich sehr, sehr deutlich gemacht. Dass es natürlich jetzt einen anderen Zeitplan dafür geben muss, ist klar, nachdem wir und das gesamte Ministerium jetzt in den letzten Monaten, ja, Sie hatten es vorher kurz erwähnt, diverse Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht haben. Eins halt auch, eher zwei, die würde ich jetzt nicht als Konjunkturpaket Pflege bezeichnen, aber immerhin hatten die das Ziel und ich glaube, die waren dann schon auch ganz hilfreich und sind es weiterhin, die Pflege so aufrecht zu erhalten, dass sie die Versorgung, Betreuung der pflegebedürftigen Menschen auch in dieser Krise gut leisten kann. Ich glaube, das war schon mal wichtig. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte es vielleicht das eine oder andere Problem mehr gegeben. Jetzt sind wir, sage ich mal, nicht im Regelbetrieb, aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir uns natürlich, und zwar relativ schnell, die Gedanken machen, was wir jetzt in welchem Zeitraum machen können, um die Pflegereform auf den Weg zu bringen. Ein paar, sage ich mal, Leitlinien dazu, die haben wir ja. Wir haben auf jeden Fall die Beschlüsse der konzertierten Aktion Pflege mit dem Personalbemessungsverfahren. Das ist ja ein wichtiges Instrument, das ja auch in der Krise, das haben wir ja gerade gehört, von Bedeutung ist. So sinngemäß Händeklatschen reicht nicht, eine Prämie reicht auch nicht. Es muss sich hier strukturell was ändern. Und dazu gibt es einen Vorschlag. Damals, Sie hatten ja zu Recht gesagt, am 25. Februar bei der Veranstaltung zum Personalbemessungsverfahren, das war der Zwischenbericht. Jetzt in diesen Tagen stellt der Auftragnehmer den Endbericht zum Personalbemessungsverfahren vor und danach wird das BMG gefordert sein, vorzuschlagen, in welchen Schritten die Empfehlungen des Auftragnehmers umgesetzt werden. Also Personalbemessung, bessere Personalausstattung, da wird es Vorschläge geben müssen. Der Minister hat sich dazu auch schon geäußert entsprechend. Also das geht weiter. Dann war das Thema auch berechtigt, Löhne in der Pflege. Auch das ist ja mit in der konzertierten Aktion Pflege besprochen worden. Und dazu hat es auch, vielleicht vom einen oder anderen unbemerkt, auch erste Gesetzgebungen gegeben, nämlich die Einführung eines differenzierten Pflegemindestlohns, der jetzt in den nächsten 2 Jahren Schritt für Schritt sowohl für die Hilfskräfte als auch für die Fachkräfte deutlich angehoben wird, sodass ein erster Schritt in die Richtung strukturell jedenfalls schon auf den Weg gebracht worden ist. Dann wird man sehen, ob auch tarifvertragliche Vereinbarungen so auf den Weg gebracht werden, dass sie dann Flächendeckung bekommen können. Also dafür sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Da müssen jetzt die an der Stelle Vertragsparteien tätig werden. Ja, und dann weiteres Stichwort, auch aus dem aus der Studie, Digitalisierungsprogramm Pflege. Wir machen ja heimlich still und leise, ist nicht mehr ganz so aufmerksam im Augenblick angesichts anderer Themen, was in der Öffentlichkeit hier thematisiert wird. Aber die Digitalisierung in der Pflege, die geht Schritt für Schritt weiter. Wir haben das mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz ja mit finanziellen Anreizen gefördert und parallel jetzt in den letzten Tagen und Wochen
auch die Schritte unternommen, damit die Pflegeeinrichtungen sich an die Telematikinfrastruktur anschließen können und dann damit auch sichere Informationen austauschen werden können. Dazu gehört die Einführung der elektronischen Abrechnung in der Pflege. All diese Maßnahmen sind im Augenblick schon Gegenstand der Gesetzgebung und das wird zum Herbst in Kraft treten. Das ist also schon auf den Weg gebracht. Also Sie sehen, wir arbeiten dran, was die Pflegereform angeht. Nebenbei auch das Thema Eigenanteile wird da sicherlich auch wieder diskutiert werden. Und dafür wird es Lösungsvorschläge dann geben müssen. Wir sind da jetzt schon dran, bestimmte Dinge eben umzusetzen und andere vorzubereiten. Wir werden natürlich, letzter Satz dazu oder letzte Anmerkung, wir werden natürlich schon auch schauen müssen, in welchem Umfang wir dann die Pflege besser ausstatten können. Weil was jetzt alle Sozialversicherungen natürlich eint, ist die Herausforderung, auf der einen Seite mit gleichen Ausgaben oder sogar höheren Ausgaben zurechtzukommen, auf der anderen Seite die Einnahmenausfälle zu verdauen, die parallel zustande kommen durch die Krise, die wir derzeit haben. Da muss es dann nochmal Entscheidungen geben, die dann diese Reformschritte auch entsprechend finanziell unterlegen. Das wird nicht ganz einfach sein, aber das sind Sie, wie wir alle dann eben halt auch gefordert, das zu unterstützen, dass die Mittel dann zur Verfügung stehen, um das Notwendige zu tun. So viel mal im ersten Schritt. Dankeschön, Herr Dr. Schölkopf, für den Sachstand aus Berlin. Herr Christoph, wie kriegen wir denn den Wumms, sagt man ja heutzutage, aus der Krise damit wieder in die Regelgestaltung? Da sind ja einige Worte auch gefallen, die ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen. Natürlich, es wundert niemanden, glaube ich, den Zustand der öffentlichen Kassen. Aber wie kann es weitergehen nach der Krise? Ja, Sie führten gerade ein, dass Sie hier eine hohe Demut gegenüber, da fühle ich mich deutlich missverstanden. Also ich habe Demut gegenüber der Tatsache, dass uns das Coronavirus nicht erreicht hat. Ich habe wenig Demut in Richtung Politik an der Stelle. Deshalb nicht, weil ich, und das ist sicher richtig, was Herr Dr. de Vries sagt, in der Legislatur ganz viel passiert ist. Aber ich bin auch seit 30 Jahren in der Pflege und wir haben seit 20 Jahren ungefähr den Wumms gefordert an der Stelle. Die gesamte Entwicklung in der Pflege ist über viele Jahre verschlafen worden an der Stelle. Und Ihre Frage, wie kriegen wir den Wumms rein, da kann ich nur auf uns selber verweisen an der Stelle. Da kann ich nur deutlich sagen, dass zum Beispiel so eine Initiative wie die Ruhrgebietskonferenz Pflege notwendig ist, dass sich die Pflege selber organisiert und zwar über Verbandsgrenzen hinaus, freigemeinnützig, privatgewerblich, kommunal, stationär, ambulant, teilstationär, mit einer Stimme versucht, Lobby und Lobbyismus auf die Straße zu bekommen. Es darf nicht zugelassen werden, dass nach Corona gefragt wird, ob in einem allgemeinen Sparpaket, um diese hohe Staatsverschuldung mit 130 Milliarden wieder einzuholen, die Pflege zurückgedreht wird. Es braucht eine radikale Reform der Pflegeversicherung, da sind wir uns einig. Herr Spahn hat gesagt, richtigerweise, es fehlen 100 bis 130.000 Menschen, die müssen finanziert werden. Uns fehlt eine ganze Menge an Substanz und vor allen Dingen braucht es eine Umkehr in dieser gnadenlosen Ökonomisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten im Gesundheitswesen haben. Das ist meine feste Überzeugung. Es kann nicht sein, dass in der stationären Langzeitpflege Renditen 10 bis 14% möglich sind an der Stelle. Und ich denke, da müssen wir tatsächlich auch ganz tief in die Substanz eingreifen. Und da wird es auch nicht notwendig und möglich sein, kleinere Förmchen an der Reform zu machen oder vielleicht auch mehr. Ich bin der festen Überzeugung und Verfechter und ich glaube auch die Unternehmen der Ruhrgebietskonferenz Pflege, immerhin 40 an der Zahl, die 15.000 Menschen im Ruhrgebiet repräsentieren, sind da einer Meinung, es muss der große Wumms in der Pflege sein. Dazu muss Geld da sein, dazu muss Bereitschaft sein. Und wir jedenfalls werden nicht aufhören, das einzufordern, mit wenig Demut, aber mit viel Klarheit und politischer Kante. Wir werden auf dieses Thema sicherlich auch nochmal kommen, wenn wir so in die Zukunftsthemen einsteigen wollen. Aber ich will das ein oder andere noch aus der Ad-Hoc-Studie aufgreifen, die uns Frau Evans und Herr Weigel vorgestellt haben, Herr de Vries. Die Kommunikation zwischen den Trägern war ein Thema, das
glaube ich, in Ihren Gesprächen mit den Entscheidern auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Man hat ja eine Zeit lang so das Gefühl, Sonntagabend kommt der neue Tatort, Freitagabend kommt die neue Allgemeinverfügung oder der neue Corona-Erlass. An manchen Stellen gab es Träger, die ihre örtlichen Aufsichtsbehörden darüber informiert haben, wie gerade die aktuelle Gesetzeslage ist. Haben Sie das Gefühl, dass da neue Strukturen entstanden sind, die vielleicht auch in der Zukunft weiterhelfen? Oder war das alles tatsächlich so etwas bröckelig im Moment entstanden und wird dann wieder auf ein normales Kommunikationsniveau und ein normales Kommunikationstempo zurückgehen? Also was wir sehr deutlich in der Krise gesehen haben, bei den Formen der Zusammenarbeit auch mit den Kommunen, dass sich die Strukturen, die vorher da waren, mit ihren Erfolgen, aber auch mit ihren Defiziten deutlich gezeigt haben. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und ich sage mal als Vertreter des Johanneswerks habe ich mit ganz vielen Kommunen zu tun, wo sich in der Krise auf Augenhöhe mit den WTG-Behörden Problemlösungen haben entwickeln lassen und ein Miteinander, wo allerdings die Grundlagen vorher gelegt waren, auch in der Krise wirklich gezeigt haben, dass es ging. Aber leider natürlich auch genau das Gegenteil. Also ich komme gerade aus einer Region, ich sag mal aus Gütersloh. Und da muss ich Ihnen sagen, habe ich als Träger, der da ungefähr 500 Menschen jeden Tag versorgt, in der letzten Woche wahrgenommen, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Aber ich von der WTG-Behörde am Freitagabend um 8 eine neue Allgemeinverfügung auf den Tisch gekriegt habe. Bitte setzen Sie um. Das heißt, eine Allgemeinverfügung, die ich inhaltlich nur gut finden kann, aber nicht in Gütersloh, weil sie auf die weitere Öffnung der Häuser zielt, also konkret dahin, dass wir Angehörige wieder im Bewohnerzimmer lassen, und zwar ein reglementiertes, aber eher normales Heimleben entwickeln im Verhältnis zu vorher. Also Sie sehen an der Stelle, dass da, wo die Infektionsrisiken besonders hoch ist, werden wir gerade aufgefordert, fahrt doch mal im Altenheim die Besucherreglementierung runter, reduziert letztlich den Infektionsschutz. Also Sie sehen, da funktioniert was nicht. Das wird jetzt nachgearbeitet, hoffe ich. Ja, auch der Shutdown, der gerade beschlossen worden ist, wirkt sich auf die Altenheime im Kreis Gütersloh zum Beispiel nur in Form von Impfung aus. Finde ich interessant und problematisch, um es zu sagen. Aber wir haben ganz andere Kommunen, in denen das wunderbar läuft, in denen man sich zusammensetzt, gemeinsam Problemlösungen entwickelt. WTG-Behörden sind jetzt eigentlich dahingehend gefragt und erkennbar, ob sie nur Ordnungsrecht umsetzen, ob sie nur per Mail etwas weiterleiten, was ich vom Ministerium vorher auch schon kannte, weil es auf deren Homepages stand, ja, oder ob sie mit uns gemeinsam am Gemeinwesen, an einer gesellschaftlichen Aufgabe arbeiten in einer Krise. Und da haben wir alle Facetten der Welt. Also ich hoffe, dass wir diese Defizite erkennen und hieran zukünftig gemeinsam arbeiten. Das wird sicherlich für die Zukunft sehr entscheidend sein, weil wir reden ja nicht nur von Pandemie, wir reden letztlich davon, wie wir den demografischen Wandel, wie wir die gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe von Helfen, Pflegen und Betreuen in den Wohnquartieren organisieren. Das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um noch etwas organisatorisch nachzutragen. Wir wären natürlich bei der Ruhrgebietskonferenz Pflege niemals so unhöflich, über das Land NRW zu sprechen, ohne dass das Land NRW dabei ist. Wir hatten auch eine sehr freudige Zusage von Gerhard Herrmann, dem zuständigen Abteilungsleiter für die Pflege, der allerdings auch die Stabsstelle Corona leitet. Und deswegen, meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, wo er im Moment seinen Arbeitsschwerpunkt hat. Dafür haben wir vollstes Verständnis, hat auch alle Teilnehmenden sehr grüßen lassen und ist, glaube ich, wenn dann wieder alles ruhiger ist, auch sehr daran interessiert, sich die Aufzeichnung dieser Runde möglicherweise anzugucken. Aber auch da findet natürlich ein intensives Gespräch statt. Herr Weigel, wenn wir das jetzt hören, eigentlich müsste ja die große Erkenntnis für die Kommunen auch sein, da wo man eng mit der Pflege zusammenarbeitet, da funktioniert es besser als an anderen Stellen. Haben Sie in Ihren Gesprächen mit den Entscheidungsträgern auch erfahren, dass sich Dinge in diese Richtung entwickeln, oder bleibt es da tatsächlich so bei Einmaleffekten?
Ja, meine Güte, ob es einmal Effekte bleiben werden, werden wir in Zukunft ja erst sehen. Das wird sich jetzt zeigen, also ob man halt eben auch gelernt hat. Also wie gesagt, wir hatten ja Kommunen, ich habe das konkrete Beispiel Mülheim vorhin ja schon mal genannt, wo sehr rechtzeitig auch die Träger mit eingebunden worden sind, wo man so Dinge gemacht hat, wie auch zumindest Pläne, wie können wir denn eine Gemeinschaftsorganisation im ambulanten Bereich, auch wenn da in der Region oder ein größeres Gebäude, ein Gebäudekomplex zum Beispiel von der städtischen Wohnungsgesellschaft betroffen wäre. Wie können wir da Pflege organisieren? Da hat man sich wirklich zusammengesetzt. Da hat man frühzeitig die Pflegedienste mit eingebunden. Ich weiß das aus Münster, gut, das ist jetzt nicht unsere Ruhrgebietskonferenz, aber aus Münster, dass man am Anfang, die Pflege übersehen hat, was ja irgendwie nicht selten passiert. Aber als es dann passiert ist, dass man die Pflege mitgenommen hat, sind wirklich sehr gute Dinge, wie zum Beispiel auch da wieder die Koordination von Einrichtungen, wo man halt eben Menschen mit einer Infektion auch gut versorgen und betreuen kann, organisiert wird. Das Thema Tagespflegeöffnung wurde da sehr frühzeitig und gut auch miteinander abgestimmt. Das Thema Hilfsmittel ist da gut organisiert worden. Zumindest bis zum heutigen Tag ist das recht gut gelungen. Also das sind Dinge, die man dabei hat lernen können oder sehen können. Ich würde gerne noch was anderes ansprechen, was mir auch ein Stückchen mit Bezug auf das Land Nordrhein-Westfalen auch gefehlt hat. Wir sind hier im Ruhrgebiet ja sehr stark einfach auch gewohnt. Wir leben in Siedlungen, wir leben in Quartieren. Da hätte uns in der Pflege, in der Corona-Zeit eine Pflege gut helfen können, die gut vernetzt ist mit den Quartieren, die technisch gut vernetzt ist mit den Ärzten. Und dabei halt eben wirklich eine Infrastruktur nutzt, die sich gegenseitig fachlich und inhaltlich nach vorne bringt. Und da hat uns einfach in der letzten Zeit ganz viel gefehlt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Beispiel aus der Förderung von Quartieren weitgehend verabschiedet. Da gibt es ein gutes Landesprogramm hier vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Aber zu der Corona-Krise waren wir da überhaupt nicht gut aufgestellt. Das hätte zum Beispiel im Zusammenspiel von Kommunen mit Pflegeeinrichtungen ganz viel bringen können, wenn es zum Beispiel darum ging, ältere Menschen in den Quartieren, in den Siedlungen, in den Stadtteilen zu unterstützen. Das ist bis zum heutigen Tag nicht geklärt. Herr Peiß, eines der Ergebnisse, die mich ein bisschen hat stutzen lassen, auch in dieser Befragung, war ja die Antwort, die sehr verhaltene Antwort auf die Frage, kann die Pflege eigentlich aus dieser gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit, und es gibt nicht viele Berufe, für die abendlich applaudiert wird, das sind Schauspieler, Fußballprofis und Pflegende im Moment, und trotzdem war die Branche verhalten optimistisch, sagen wir es mal vorsichtig, dass man daraus entsprechende Begeisterung für den Beruf und entsprechende Vorteile für das Recruiting in der Zukunft ableiten kann. Woran liegt das? Wo sehen Sie da vielleicht noch Potenziale, auch diese Aufmerksamkeit zu nutzen? Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir hatten es am Anfang schon mal gesagt, schon verschiedene Krisen bewältigt haben. Also der Virus Covid-19 ist ja nicht der einzige, der uns schon mal im Laufe der letzten Jahre begegnet ist. Deshalb konnten wir auch sicher sagen, wir können das, mit solchen Infektionen umzugehen. Man muss uns nur die Mittel zur Verfügung stellen. A, einmal Personal, B, auch die Schutzkleidung, die wir dann haben. Und wir haben auch in der Vergangenheit erlebt, dass wir dann viel gelobt worden sind und dass wir dann, wenn wir unsere Arbeit getan haben, dann auf einmal wieder in der öffentlichen Aufmerksamkeit in der Versenkung verschwunden sind. Also wenn man das lange genug gemacht, ich mache das jetzt auch schon seit über 30 Jahren, dann kann man solche Wellenbewegungen sehen, wird aber schnell wieder abgelöst von anderen Krisen, die irgendwo dann auftauchen. Und dann steht man ein Stückchen enttäuscht wieder dann da. Von daher kann ich die Reaktion auch der Einrichtungen und aller anderen sehr, sehr gut verstehen, die so ihre Zweifel haben, ob der Beifall lange anhält. Ich will nur beim Beispiel sagen, am Anfang wurde gesagt, ihr müsst euch die Klamotten besorgen, die Schutzmasken, egal woher. Jetzt können wir in einigen Dingen lesen, ja, wer FFP2-Masken angeschafft hat, der bekommt sie nicht finanziert. Das ist das Risiko des Trägers, weil ja jetzt das RKI gesagt hat, da halten die normalen Mund-Nasen-Schutzmasken reichen aus. Also jetzt schon, wo wir noch eigentlich mittendrin sind in solchen Dingen. Also auch das lässt natürlich vermuten, dass nach dem anfänglichen Beifallklatschen es dann doch wieder ganz einfach zu Problemen kommt, auch auf der Refinanzierungsseite.
Wir haben jetzt im Moment tatsächlich durch den 150er die Möglichkeit gehabt, den Paragraphen dann entsprechende Anträge zu stellen. Aber es ist noch gar nicht klar, wenn es nachher ausgewertet wird und dann wird geguckt, was ist wofür wie ausgegeben worden, ob die Träger tatsächlich das Geld, was sie auch in die Hand genommen haben, am Ende wiederbekommen werden. Also das muss man sich ja auch mal überlegen. Man investiert, macht und tut, um eine Krise zu bewältigen. Und es ist ganz unsicher, ob das, was man im Moment zumindest mal als da sind wir schon dankbar für, so einen Vorschuss bekommen hat, dafür am Ende auch tatsächlich beim Träger verbleiben kann. Oder ob da einer wiederkommt und sagt, ihr müsst das zurückzahlen. Und nach unserer Auffassung ist das vielleicht für falsche Dinge ausgegeben worden dabei. Und von daher gibt es eine gesunde Skepsis einfach bei vielen, die schon länger da tätig sind, ob dieser Beifall in der Not, den wir doch schon öfter mal empfangen haben, zwar nichts mit Klatschen, aber doch mit Wertschätzung auch in den Einrichtungen, ob es am Ende uns das hilft, wirklich dann auch eine dauerhafte Veränderung in Bewegung setzen zu können. Herr Christofczyk, wie belastend, wenn wir jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, war denn auch dieses Spannungsfeld? Über Wertschätzung öffentlicher haben wir jetzt gesprochen. Wir haben aber gleichzeitig die Situation gehabt, dass Pflegende natürlich auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von Angehörigen waren. Wir haben eine Anmerkung von Ihrer Kollegin Frau Schönlau aus dem Chat, die gesagt, naja, die Öffentlichkeit ist manchmal vor den Trägern informiert worden und dann hatte auch so eine Einrichtung gar nicht die Chance, sich so weit vorzubereiten und vielleicht einen Öffnungsschritt nachzuvollziehen. Und der Ärger landete dann nicht beim Minister, sondern natürlich bei den Pflegenden vor Ort. Ist das auch so ein Beispiel für ein gewisses Missverhältnis, was wir in den letzten Wochen erlebt haben? Ja, ich glaube, das Krisenmanagement des Landes Nordrhein-Westfalen wäre nochmal eine Sonderveranstaltung wert an der Stelle. Und da würde ich auch ganz gerne mit Herrn Herrmann nochmal ins Gespräch kommen, ohne dass man jetzt nachkartet. Aber es ist natürlich so, dass tatsächlich so ist, dass die Vielzahl der Verordnungen, der Anordnungen, auch die Vielzahl der Ereignisse kaum intern im Unternehmen zeitnah kommuniziert werden konnte. Und ich glaube, die Hauptbelastung der Kolleginnen und Kollegen am Bett, gar nicht mal so der Führungskräfte und der Leitungskräfte, die erschöpft sind, sondern derer, die da am Bett arbeiten, war einmal ausgelöst durch gerade am Anfang die hohe Angst, welches Risiko trage ich eigentlich selber jetzt im Kontakt mit dem Bewohner und Bewohner versus der Verpflichtung und der Motivation anzupacken an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein Riesendilemma, was viele Kolleginnen und Kollegen zu Hause klar gemacht haben und was sicherlich auch noch lange nachträgt. Das ist sozusagen gar nicht so sehr die Mehrbelastung durch infizierte Bewohnerinnen und Bewohner, die ja relativ, jedenfalls in meinem Unternehmen, noch glimpflich abgegangen ist bisher, sondern es ist die emotionale Belastung tatsächlich. Und auch zu erfahren, dass man, das war gerade diese ganze Diskussion am Anfang der Schutzausrüstung, dass auch wirklich Kolleginnen und Kollegen sich komplett alleine gefühlt haben. Da auch nochmal so, wenn man dann auch weiß, was aus Berlin kam, an Zusagen, was an Masken irgendwann mal landen sollte. Wenn dann übers Land kam, es kommen Masken, es kamen Millionen in den Tagesschauen, irgendwelchen Flughäfen an. Nur im Evangelischen Christophoruswerk in Duisburg ist bis heute nicht eine Maske angekommen. Die haben wir selber sozusagen angeschafft. Und jetzt ist nochmal die Frage, ob wir die überhaupt refinanziert bekommen. Also ich glaube eher bei den Kolleginnen und Kollegen ist es eine emotionale Belastung und vielleicht noch zu einer Frage, wenn es eine Branche gibt, die Misstrauen in die Politik haben kann, mit Recht, dann ist das die Pflegebranche an der Stelle, weil wir zu oft schon enttäuscht worden sind, zu oft. Sie kennen den Effekt, haben mir 1000 Kollegen geschildert. Sie kommen abends auf eine Party, alle sind zusammen, ein ganzes buntes Breit, Bankkauffrau, alle möglichen Berufe vertreten und dann sagt eine Kollegin, ich bin in der Pflege und alle stürzen auf sie zu und sagen, dass du das kannst, dass du das schaffst. Also diese Wertschätzung. Aber dann auch zu sagen, ja, das wollen wir dann aber tatsächlich mal im Portemonnaie sehen oder in anderen Dingen, die dann nachhaltig sind, die haben wir bisher nicht erfahren. Ich lasse mich gern positiv überraschen, aber ich sage das zum Thema Demut nochmal. Ich glaube zumindest für unseren kleinen Bereich kann die kommunale, die Bundes- und die Landespolitik mit starken Trägern rechnen, die sich jetzt aufstellen und die sehr genau darauf achten werden und auch nicht nachlassen werden. Also ich persönlich, darf das vielleicht persönlich sagen, ich war noch nie so motiviert in 30 Jahren Management, tatsächlich jetzt dafür zu sorgen, dass es sozusagen den Turnaround gibt und zwar in erheblichem Maße. Ich habe die Ökonomisierung angesprochen. Diese Effekte so zu tun, als ob Pflege ein Produkt wäre wie ein Bockwürstchen oder ein Auto, das man nur produzieren muss und an der Stelle am Ende eine Rentabilität erwirtschaften kann, halte ich für falsch, hielt ich schon immer für falsch. Da glaube ich, muss es einen Turnaround geben. Also die Kolleginnen vor Ort, die werden noch sehr lange, glaube ich, davon
zehren und viel Kraft gelassen haben in dem Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Gerade weil wir über das Stichwort Mehrausgaben und wie wird denn dann am Ende abgerechnet gesprochen wird, wenn wir Herrn Schöllkopf schon in der Leitung haben, sind das berechtigte Sorgen, dass man vielleicht am Ende die FFP2-Masken doch wieder verkaufen muss, um das Geld zurückzuerstatten, oder wie wird es ausgehen am Ende? Naja, also ich meine, man muss immer mal wieder betonen, dass das Gesetz gilt, ne? Und was da im 150 drinsteht, gilt deswegen auch. Und da gibt es eine Ausführung, die lautet, Mehrausgaben und Mindereinnahmen, die pandemiebedingt sind, die werden erstattet. Da gibt es ein paar Einschränkungen, also wenn andere öffentliche Mittel schon in Anspruch genommen worden sind oder in Anspruch genommen werden, dafür, dann gibt es natürlich keine Doppelfinanzierung, das ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Aber es ist völlig klar, dass entsprechende Mehraufwendungen, jetzt wenn man gerade an die Schutzausrüstung denkt, dass die übernommen werden. Das ist auch, glaube ich, bei allen Beteiligten unbestritten. Ja? Das ist in den Festlegungen und den FAQs, die wir da zusammen auch mit der gesamten Branche entwickelt haben, die sind öffentlich zugänglich, eigentlich klargezogen. Wenn es da Probleme geben sollte, dann kann man das auch ans BMG herantragen, damit wir das klären. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Wenn dann eine Einrichtung kommt und sagt, oder das war in dem Fall ein Personalberatungsunternehmen, wenn ihr im nächsten Jahr zusätzlichen Personalbedarf habt, dann könnt ihr jetzt schon kommen und die Kosten, die wir für euch dann eben halt in Rechnung stellen, hier über diesen Paragraphen dann refinanzieren, dann wird es dann wiederum ein bisschen kritisch. Solche Fälle gibt es natürlich, ja, aber das ist nicht die große Masse. Und das ist hier, wenn es um Schutzausrüstung geht, natürlich im engsten Zusammenhang mit der Pandemie steht. Das dürfte uns allen auch klar sein. Das ist auch den Kassen klar. Also nochmal, wenn es da Probleme geben sollte, dann kann man das gerne auch mal, natürlich sind die ersten dann die Kassen, mit denen man sich auseinandersetzt, aber wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann kann man auch mal auf uns zukommen. Wir wollen es nicht mit 14.000 Einrichtungen klären müssen, was bezahlt wird oder nicht, aber wenn irgendwelche sozusagen Fälle da sind, die wirklich Schwierigkeiten machen, wo sie berechtigt das Gefühl haben, da stimmt was nicht, dann sind wir auch daran interessiert, das zu erfahren. Also bitte nicht scheuen, sich dann gegebenenfalls zu melden. Das Zweite ist, das wollte ich dann schon auch noch loswerden, diese immer wieder in der Branche, in der Pflege sozusagen zu erfahrende Kritik oder Enttäuschung an der Politik. Ich meine, ich bin natürlich befangen, ja, aber ich kann die ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich meine, Sie haben gerade vorher mehrfach mehrere Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gesagt, in dieser Wahlperiode ist die Pflege so massiv Thema wie noch nie zuvor. Da denke ich an die letzte Legislaturperiode. Da weiß jedenfalls ich, dass ich ein Pflegestärkungsgesetz nach dem anderen gemacht habe, mit dem Ergebnis, dass man sozusagen nach 4 Jahren etwa 12 Milliarden mehr in der Pflege ausgegeben hat als vorher. Da ist doch nicht nichts passiert. Im Gegenteil, da ist sehr viel passiert. Und in dieser Wahlperiode schon auch. Also wenn wir jetzt in die Koalitionsvereinbarung schauen. Da steht drin, es soll ein Pflegesofortprogramm gemacht werden. Haken dran, Pflegepersonalstärkungsgesetz. Da stand drin, konzertierte Aktion Pflege mit beschlossen. Haken dran, ist passiert. Es haben sich alle zusammengesetzt. Es ist ein massiver Katalog verabschiedet worden, der neben Gesetzgebung auch viel von den Einrichtungen übrigens verlangt, wo wir auch nochmal drauf schauen müssen, ob die alle das umsetzen, was sie sich da dann vorgenommen haben. Man hat die nationale Demenzstrategie beschlossen, die kommt nächste Woche ins Kabinett, die haben wir so nebenbei mal geschaffen. Und der Minister hat glasklar gesagt, er macht jetzt noch eine Pflegereform. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass dieses Politikfeld vernachlässigt wird, sondern dass da in den letzten Jahren schon viel passiert ist und weiteres passieren muss. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber es gibt da, glaube ich, keinen Grund zu denken, die Pflege sei vernachlässigt worden in den letzten Jahren oder würde vernachlässigt. Natürlich können Sie wieder auf mich zukommen, wenn es dann doch keine Pflegereform geben sollte. Aber da, wie gesagt, hat der Minister eigentlich klare Worte gesagt dazu. Ich spüre Herrn Christofczyk schon etwas geben. Ja, aber gerne kann auch Herr de Vries den Anfang machen. Ich wollte auch nur einen Satz dann
dass ich richtig verstanden werde. Ich habe gesagt, die Enttäuschung beruht nicht unbedingt aus den letzten zwei Legislaturperioden, sondern ich bin ein Zeitzeuge der letzten 25 Jahre. Und da habe ich das Jahr der Pflege erlebt, was ausgerufen worden ist. Ich glaube, da war einer Rösler noch Gesundheitsminister. Also so weit geht mein Gedächtnis zurück. Also deswegen, ich bin, sehe zwar noch nicht so aus, aber schon lange dabei. Das ist richtig nochmals. Und da sind Sie auch nicht befangen, sondern das ist einfach sachlich richtig. Ich habe sogar mal in den letzten Monaten von einer Gesetzgebungsdiarrhö gesprochen, weil wir gar nicht mehr nachgekommen sind mit den ganzen Gesetzen und der Umsetzung. Da ist viel passiert. Die Frage, die jetzt nach vorne kommt, ist tatsächlich, gelingt der große Schwung, den wir seit Jahren schon fordern und nicht eine Reform der Reform, sondern gelingt tatsächlich der große Wurf, und das war meine Kritik, gar nicht so sehr, tatsächlich nicht, weil Sie da jetzt sitzen, sondern weil es mir wichtig ist, wirklich viel passiert. Aber es ist jahrzehntelang weggeguckt worden, die Pflege ist, die demografische Entwicklung ist verpennt worden von allen Parteien an der Stelle, und von daher ging es meine Kritik eher noch weiter zurück. Und jetzt geht meine Hoffnung dahin nach vorne, und da werden wir sehen. Und da werden wir Sie, denke ich, so oft es geht, auch darauf ansprechen und Sie daran erinnern. Und wir schauen mal, was denn bei der Reform dann, wann war das, Weihnachten dieses Jahr dann auch rauskommt. Ich glaube, das Jahr ist nicht dazu gesagt worden, aber wir gehen einfach mal davon aus. Mir wird es fast zu harmonisch. Ich habe noch ein paar Probleme auf dem Zettel, aber Herr de Vries vorher. Ja, vor meinem geistigen Auge, Herr Christofczyk, korreliert gerade die Zeit, die Sie dabei sind, mit Ihrem Aussehen. Ich überlege jetzt gerade noch, wie ich darauf reagiere. Und Herr Schürkow, Sie haben völlig recht, es ist zu platt zu sagen, die Pflege. Also nochmal mit einer besonders hohen Wertschätzung, man könnte sagen, mit einer Wertschätzung wie nie zuvor, ist da von Seiten der Bundespolitik viel passiert. Nur bitte fragen Sie die Pflegekräfte. Ja, Sie haben völlig recht, zum Beispiel, wenn Sie Angehörige fragen oder Pflegebedürftige, da sehe ich, da ist was angekommen in den letzten Jahren. Ja, auch Geld und mehr Leistung. Bitte fragen Sie Pflegekräfte nach ihrer Arbeitssituation. Und das ist das Potenzial, was wir brauchen, um die Aufgaben der Zukunft tatsächlich weiterzuentwickeln. Ich glaube, uns täte eine Perspektive gut, wenn wir das Ganze mal vor dem Hintergrund gleichwertiger Lebensverhältnisse oder auch gleichwertiger Arbeitsbedingungen in Deutschland diskutieren würden. Ja, wenn ich mir angucke, in welchem Bundesland Pflegekräfte die gleiche Arbeit mit mehr oder weniger viel Kollegen machen. Wenn ich mir angucke, in welchem Bundesland Pflegebedürftige welche ergänzende Eigenanteile zu zahlen haben, alleine das Wirrwarr, was sie im Bereich Investitionskosten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zahlen, da wird hier deutlich, dass wir einen völlig unterschiedlichen, nur historisch erklärbaren Ansatz haben, der die Infrastruktur bei uns erklärt. Die darin liegende Empöre müsste eigentlich der Bürger kommunizieren. Ich habe hier ein paar interessante Zahlen. Investitionskosten, da können Sie im Monat in Nordrhein-Westfalen 550 Euro bezahlen, das ist die Krönung in Deutschland. Wenn Sie das Glück haben, in Sachsen-Anhalt zu wohnen, kriegen Sie für ein ähnliches Zimmer das Ganze schon für 287 Euro. Also das Eigenentgelt, was zugezahlt werden muss, ist in Nordrhein-Westfalen am höchsten. Wir liegen bei 2.400 Euro im Monat, trotz Pflegeversicherung. In Sachsen-Anhalt bezahle ich 1.359 Euro. Also hier werden systematisch eigentlich Ungleichförmigkeiten geschaltet. Hier wird ein System bedient, in dem ein großes Empörungspotenzial liegt, was Menschen verarmen lässt, was nicht zukunftsfähig ist. Und wir reden hier nicht von einer Erkenntnis, die Bodo de Vries gerade mal hat, sondern wir reden hier von strukturellen Zusammenhängen, die wir lange eigentlich auf der Agenda haben. Unser föderales System verhindert eigentlich den Bundesblick und die darin liegende Empörung, die wir haben. Und alleine, wenn wir nur mal auf das Ruhrgebiet schauen und uns angucken, welche infrastrukturellen Voraussetzungen haben wir denn vor Ort, dass ich da gepflegt werden kann, wo ich lebe, dass ich da das Angebot finde, zu welchem Preis übrigens auch immer. Ich vermute, die Marktfrage werden wir zukünftig wahrscheinlich gar nicht mehr in der als prioritäre Voraussetzung einer Diskussion überhaupt haben, sondern ist da eine Tagespflege? Kann ich in meiner Häuslichkeit bleiben, weil ich in meinem Wohnquartier, in meinem Stadtviertel ein Angebot finde, oder muss ich in eine andere Stadt?
Das sind die Fragen, die natürlich auf dem Land noch eine ganz andere Dimension haben. Gleichwertige Lebensbedingungen heißt natürlich nicht überall gleiche infrastrukturelle Voraussetzungen, aber doch zumindest eine Mindestausstattung, die wir brauchen, und doch bitte zu ähnlichen Preisen und nicht zu den historisch erklärbaren Höhen, die wir haben. Hier liegt ein Versäumnis in der Gestaltung, und ich sage nicht der Politik, ja, vieler Akteure, die angegangen werden muss. Das ist nicht zukunftsfähig, das ist nicht demografiefest, das fährt übrigens vor der Wand. Also ich merke, wir werden uns spätestens vor Weihnachten hier wieder zusammensetzen und vielleicht die Frage der zukünftigen Finanzierung nochmal im Detail besprechen. Frau Evans, ich würde gerne mit Ihnen nochmal kommen auf Ihre, ja, ich versuche es mal so zusammenzufassen, das dicke Ende beim Personal kommt erst noch, weil wir im Moment die Fortbildung nicht so durchführen können, wie wir sie durchführen können. Das waren Ergebnisse aus Ihren Gesprächen mit den Entscheidern. Welche Befürchtung steckt da bei Ihnen dahinter? Was wird da möglicherweise noch auf die Einrichtungen zukommen? Na, erstmal muss man sagen, die Ausbildung in der Pflege ist ja auch sehr anspruchsvoll. Ja, und auch die Praxisanleitung ist etwas sehr Anspruchsvolles. Und das gerade in den letzten Wochen zusammenzubringen, ja, also die Versorgung entsprechend aufrechtzuerhalten, die Kollegen zu motivieren, die jungen Auszubildenden mitzunehmen, das ist ja etwas, das muss man erstmal hinkriegen, das muss man leisten. So. Und wir haben aus den Gesprächen schon den Eindruck gewonnen, dass Aus-, Fort- und Weiterbildung, alles, was natürlich an Fort- und Weiterbildung in Präsenz stattgefunden hat, war ohnehin kein Thema, dass das ein bisschen gelitten hat. So. Und vor dem Hintergrund war es uns, glaube ich, heute auch nochmal ein Anliegen zu sagen, wir müssen da hingucken. Ja, also nicht nur Versorgungsfragen diskutieren, sondern auch sehr genau hingucken, das ist auch eine Bitte in Richtung Politik, welche Lehren und welche Erfahrungen können wir aus der Corona-Krise ziehen, welche Auswirkungen hatte das eigentlich, ja, für die Ausbildung, für die Ausbildungsqualität und natürlich auch für die Fort- und Weiterbildung. Und da sind wir vielleicht jetzt auch beim Stichwort Digitalisierung, was vorhin gefallen ist, und der Hinweis auf die Finanzierungsmöglichkeiten, die über das PPSG da waren. Jetzt würde ich einfach mal sagen, das war ja nicht so sonderlich üppig, ne, was da an Finanzierungsmöglichkeiten existierte. Ich glaube, dass wir uns sehr dezidiert darüber unterhalten müssen künftig, wo lohnt sich eigentlich digitale Technik. Im Moment neigen wir so ein bisschen dazu, den Technikdiskurs, um den Technikdiskurs auch zu führen. Ja? Wer Technik hat, ist innovativ, und wir müssen auch gar nicht so richtig nachweisen, dass es was für Qualität oder für bessere Arbeitsbedingungen bringt. Ich glaube, dieses große Feld der Aus-, Fort- und Weiterbildung, und das wäre eine Lehre, die wir mit Sicherheit aus der Corona-Krise ziehen können, ist, da kann Technik nutzbar sein, und zwar um in der konkreten Situation Kompetenzentwicklung, Personalentwicklung auch sinnvoll zu unterstützen. Ja, also erstens genauer hingucken, auch erfassen, was ist da eigentlich passiert, was bedeutete das aus Sicht der Auszubildenden, und drittens überlegen, es wird bestimmt nicht die letzte Krise gewesen sein, wo kann man da vielleicht künftig tatsächlich mit Technik sinnvoll auch ansetzen. Fragen wir doch mal direkt die Praxis, Herr Peis. Wo kann man denn mit Digitalisierung und Technik ansetzen? Ich konnte jetzt die letzten 2 Jahre vor Corona auf keiner Veranstaltung auf der Bühne stehen, ohne dass Pepper oder eine klatschende Elektrorobbe irgendwo neben mir lag, weil es überall um Digitalisierung in der Pflege ging. Aber jetzt gucken wir doch mal auf das, was Frau Evans auch gesagt hat. Wo könnte es denn helfen? Wie war das? Ich habe es mir aufgeschrieben, nicht Digitalisierung in der Altenpflege, sondern für die Altenpflege. Was wäre Ihre Wunschliste? Ja, das ist erstmal genau der richtige Terminus dafür, weil wir hatten es ja gerade im PPSG angesprochen, gab glaube ich 12.000 Euro pro Einrichtung. Damit lässt sich kein Digitalisierungsschub in irgendeiner Weise bewegen. Wir haben das Land auch gefragt, wie können wir in den Investitionskosten gegebenenfalls dafür etwas abbilden. Da kam die lapidare Antwort, ja, ihr habt doch eine Instandhaltungspauschale, das könnt ihr doch daraus dann refinanzieren. Mit solchen Sprüchen kommt man natürlich nicht weiter, und das hilft auch an keiner Ecke. Herr de Vries hatte eben ja nochmal angedeutet, die unterschiedlichen Höhen. Wir stehen immer unter dem Druck, dass wir in diesem Bundesland
besonders hohe Investitionskosten haben, was aber nicht daran liegt, dass wir goldene Wasserhähne verbauen oder sonst irgendwelche Dinge tun, sondern einfach daran, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern es bei uns immer nur eine Förderung der Betroffenen gab und nicht der Einrichtungen. Das heißt, in Bayern zum Beispiel haben die 50% der Kosten einfach das Land bezahlt und die Träger bräuchten nur die anderen 50%, denen in Rechnung zu stellen. Wir mussten immer aus einem Zuschuss bei den Krediten, die man aufnehmen mussten, also die komplette Refinanzierung den Bewohnern in Rechnung stellen. Von daher haben wir einen riesen Investitionskostensatz gegenüber allen anderen. Und wenn wir jetzt im Ministerium des Landes sprechen, sagen die immer, ja, ihr habt eh schon die höchsten. Jetzt wollt ihr auch noch was für Digitalisierung haben. Das geht nicht. Also mit solchen Hintergründen kommen wir natürlich nicht weiter, tatsächlich eine Digitalisierungsreform irgendwo anzustoßen. Also, und Sie haben gerade an Pepper erinnert. Ja, Pepper ist ja eher was für Gimmicks und die Kommunikation letztendlich dabei. Die werden uns in der Pflege nicht helfen, glaube ich, dabei. Sondern was wir erhören, ist tatsächlich ganz einfache Dinge noch im EDV-Bereich zu unterstützen, in auch Pflegeprozessen mehr Digitalisierung mit einzubinden. Daran müssen wir arbeiten und da gibt es relativ wenig auf dem Markt, was wir dann so sehen. Zumindest hören wir von unseren Trägern immer, was uns so wirklich hilft, haben wir noch nicht so gesehen dabei. Also im Moment haben wir zum Beispiel das Gefühl, dass es ja eher die Industrie ist, die so, sage ich mal, Abfallprodukte hat wie den Roboter und sagt, den müsst ihr jetzt verwenden und niemand guckt genau mit uns hin und zu sagen, ja, was bräuchten wir denn wirklich vor Ort, um die Pflege zu machen und daraus dann etwas zu entwickeln. Da gab es schon verschiedene Diskussionsrunden zu, aber passieren tut relativ wenig bisher. Bevor ich mit der Frage in Richtung Berlin nochmal blicke, Herr de Vries, Sie haben gerade die Hand gehoben. Ich hoffe also immer noch auf eine Antwort. Die haben Sie sich so ein bisschen gedrückt. Was will denn die Pflege gerne haben, wenn die Pflege schon sagt, wir kriegen nicht das? Also Dokumentation digital am Ende auszudrucken für die Kassen ist noch nicht vielleicht der optimale Weg, aber was könnten Sie gut gebrauchen, Herr de Vries? Also wir brauchen eine Digitalisierungsstruktur, die in unsere Logik reingedacht wird. Hier ist es gerade gesagt worden, wir werden motiviert, die Kosten in die Investitionskosten zu drängen. Tatsächlich schaffen wir Papier an vielen Stellen ab, im Bereich von Unterbringung und Verpflegung oder im Bereich des pflegebedingten Aufwandes, werden aber gezwungen, Pflegeinfrastruktur, Hard- und Software in den investiven Ansatz hineinzubringen. Und wenn wir es übrigens tun, diskutieren wir noch zum Beispiel beim WLAN, ob ein Sozialhilfeempfänger tatsächlich von der Kommune gestützt diese Kosten finanziert bekommen soll. Was ich damit sagen will, ist, der richtige Ansatz ist in unsere Struktur nicht reingedacht. Ich nehme ein anderes unerträgliches Beispiel für mich. Wir haben gerade vor, unsere Betreuungskräfte, die wir nicht mehr zusammenholen können, mit den Pflichtschulungen zu beglücken. Ja, hatten die Idee, super, das machen wir IT-gestützt. Heute haben wir die Antwort von der GKV, nee, dürft ihr nicht, können wir nicht gelten lassen, was dann dazu führt, dass man uns im nächsten Jahr die Kosten dafür nicht anerkennt und uns Geld wegnimmt. Ja, also es ist noch nicht zu Ende gedacht, gut gemeint, aber noch nicht zu Ende gedacht. Da liegen große Problemstellungen. Der eigentliche Effekt, den wir in der IT sehen, und das wird wahrscheinlich darauf wird Ihre Frage zielen. Wir müssen den Nutzer, den Pflegebedürftigen transferieren können. Den müssen wir zwischen den Sektoren, zwischen den Angeboten transferieren können. Und zwar mit seinen personenbezogenen Daten, mit seiner Pflegeplanung, mit seinem Mediplan transferieren können. Und das Ganze innerhalb eines Trägers und das Ganze auch zwischen Allianzen, die sich ihr Wohnquartier gestalten, Konzepte für die Schnittstellen, IT und Instrumente für den Umgang mit eben diesen, vielleicht sogar Plattformen, das ist eigentlich das Modell der Zukunft, an dem gearbeitet werden muss. Aber da sind wir ganz weit weg von, und Ihren Roboter, den Sie da kennengelernt haben, auf den hoffe ich eigentlich nicht. Das ist nicht das Erste, was da ist. Das ist vielleicht schön zu sehen, aber das ist nicht das, was arbeitsentlastend tatsächlich sehr schnell Wirksamkeit entfalten kann. Wir schreiben weiter an der Wunschliste, Herr Weigel. Sie sprechen mit vielen Trägern. Ja, ich spreche nicht mit vielen Trägern, sondern ich habe hier auch meine Geschichte in diesem Feld. Ähnlich wie Ulrike Sofczyk. Ich mache das Ganze jetzt seit 27 Jahren, was man meiner Haarfarbe auch ansieht. Und ich habe Ende des letzten Jahrtausends in Projekten mitgewirkt. Da ging es um das Thema virtuelles Altenheim.
Das war 1997, 1998 mit dem Johannesberg und dem IAT damals zusammen. Wir haben heute mittlerweile A, die Technik, wir haben B, die Leitungen dazu, zumindest in einigen Bereichen. Aber das ist zum Beispiel schon etwas, es muss in unsere Strukturen passen. Aber wir hätten heute die Möglichkeit, Menschen zu Hause mit einer Dienstleistung zu versorgen, die, ich sag mal, einen hohen Unterstützungswert hätte. Wenn es eine Finanzierung dafür gäbe. Wenn es dafür auch eine Absprache gäbe, was können Pflegekräfte tun, was sollen Ärzte in dem Kontext tun, welche Rolle können Betreuungskräfte, Betreuungsdienste tun. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2020. Also das heißt, es sind 24 Jahre her, dass diese Projekte gelaufen sind. Es waren damals Pionierprojekte mit all dem, was da dranhängt. Aber heute könnten wir das. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum ist das nicht da? Wir haben heute die Möglichkeit, über ganz einfach Videotelefonie Konsile zwischen Pflegekräften und Ärzten zu organisieren. Wenn Sie aber versuchen, Projekte mit Ärztenetzwerken auf den Weg zu bringen, um vernünftige Abstimmungsprozesse, Netzwerkbildung und Abstimmung von Versorgungen mit Ärzten zu machen und mit Krankenhäusern zu machen, dann suchen Sie mal im Land Nordrhein-Westfalen, wo die Modelle sind. Ich kenne was in Bünde, aber ich kenne momentan nur die Diakonie Gladbeck-Bottrop-Dorsten, die da in der Region innovativ unterwegs sind. Es gibt es nicht, aber das würde uns helfen, Menschen zu versorgen, besser zu versorgen, eine ärztliche Meinung, eine ärztliche Unterstützung in die Einrichtung zu holen. Das ist ein Teil der Wunschliste, dass zum Beispiel Ärzte auch näher an uns dran sind, dass wir mit Fachkräften uns austauschen können. Das ist heute alles viel, viel eher möglich. Ich habe es gerade mal angesprochen, das Thema Hineinwirken in Quartiere, Quartiersplattformen, wo Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste mit Bürgerinnen und Bürgern ja, die Hilfebedarf haben, arbeiten, aber auch mit solchen, die Hilfe und Unterstützung anbieten. Warum vernetzen wir die nicht viel besser? Die Technik und die Konzepte dafür gibt es. Modellprojekte sind noch und nöcher gelaufen. Ich bin der Überzeugung davon, wir haben in dem Feld kaum noch ein Wissensproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem und das ist ein Finanzierungsproblem an vielen Stellen. Aber es ist nicht so, dass das Geld nicht da wäre, sondern die Richtung, in der das Geld fließt, die stimmt aus meiner Wahrnehmung nicht. Jetzt ist ja, wenn wir nach Berlin blicken, im BMG unbestreitbar das Thema Digitalisierung und Innovation angekommen. Deutlichstes Zeichen, Ihre Abteilungsleiter tragen Turnschuhe, zumindest einige davon, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie haben ein, wie heißt es noch, Innovation Lab und so weiter. Wir lassen jetzt mal das Thema Finanzierung vielleicht raus, weil das natürlich immer aus verschiedenen Perspektiven zu sehen ist. Aber Herr Dr. Scholkopf, sehen Sie in den letzten Wochen und Monaten da Chancen, dieses Digitalisierungsthema weiter voranzutreiben, einfach dadurch, dass sich viel mehr Menschen damit beschäftigen mussten und es viel alltäglicher geworden ist? Ja, ich glaube schon, dass jetzt der eine oder die andere noch einen stärkeren Bezug zu dem Thema bekommen hat. Ich glaube aber andererseits auch, dass das notwendig ist, ja, weil man muss halt einfach auch schon mal schauen, was der Gesetzgeber jedenfalls hier an zumindest Möglichkeiten schon geschaffen hat oder gerade schafft, ja. Also die Möglichkeit, sich strukturiert Pflegeheim und niedergelassener Arzt zu vernetzen digital, die sieht das SGB V schon vor. Das ist also schon geschaffen. Es gibt dazu ja schon seit Jahren gute Projekte, also Stichwort beispielsweise in Berlin das Landgrafmodell. Diese Möglichkeit, das auszuweiten und im Grunde genommen flächendeckend umzusetzen, die ist da. Das muss man aber umsetzen. Das kann der Gesetzgeber nicht. Das müssen die beteiligten Akteure dann auch machen. So, der nächste Schritt ist eben halt systematisch die Pflegeeinrichtungen auch an die Telematikinfrastruktur anzubinden. Auch da sind Rahmenbedingungen geschaffen oder werden es gerade. Auch das muss aber dann umgesetzt werden. Und der dritte Aspekt, das ist, glaube ich, dann schon was, wo man die Finanzen oder die finanziellen Anreize nicht außen vor lassen kann. Das haben die Vorredner zum Teil auch angesprochen. Wenn wir das neue, oder ich fange mal anders an, der gesetzliche Auftrag zur Einführung des neuen Personalbemessungsverfahrens ist ja im Grunde genommen jetzt ganz kurz vorm Abschluss. Und in diesem Abschlussbericht, das steht auch schon im Zwischenbericht drin, ist ein klarer Hinweis drauf, dass etliches, zumindest was den Mehrbedarf
von Personal angeht, womöglich auch mit einem stärkeren Technikeinsatz und der Digitalisierung, zumindest in Teilen, ergänzt werden kann, um eben insbesondere die Pflegekräfte zu unterstützen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir wissen, dass wir nicht aus einem unbegrenzten Pool von Personal in Zukunft schöpfen können, also wenn man es an den Zusatzbedarf insbesondere denkt, der durch das neue Personalbemessungsverfahren generiert wird, dann wird man sich die Frage stellen, welche Anreize kann man schaffen, dass die Leistungserbringung, die Pflege, die Unterstützung, die Betreuung durch die Pflegekräfte auch noch durch Technikeinsatz stärker unterstützt werden kann. Da, glaube ich, braucht es auch, das ist, glaube ich, richtig, Anreize für die Einrichtungen, wie das dann eben halt sozusagen über die laufenden Kosten refinanziert werden kann. Die Gedanken muss man sich machen. Da würde ich sagen, ja, das stimmt. Wir bekommen für das Thema auch durchaus sehr viel Resonanz aus dem Chat von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, vor allem im ambulanten Bereich gibt es offensichtlich noch ganz viel Bedarf. Ich hatte das Thema Ausdrucken von digitaler Dokumentation angesprochen, wobei wir hier handschriftlich die Chat-Einträge weiterreichen, da müssen wir ganz still sein. Aber natürlich hält die Pflegebranche gemeinsam mit den Anwälten noch das Faxgerät am Leben seit 20 Jahren und alle anderen wissen gar nicht mehr, was das ist. Aber es kam auch nochmal die Frage nach den Kompetenzen und Möglichkeiten der Pflegenden, Frau Evans. Wenn wir über Telemedizin sprechen, wenn wir über den Einsatz solcher Strukturen sprechen, heißt das auch wieder neue Kompetenzen, neue Vermittlungsnotwendigkeiten in der Aus- und Weiterbildung? Ja, das heißt es auf jeden Fall. Und zum Teil ist das in der Rahmenrichtlinie für das Pflegeberufsreformgesetz, also in der Generalistik, steht da auch so ein bisschen was zu drin. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, in dem ganzen Rahmencurriculum taucht nicht einmal das Wort digitale Kompetenz auf. Wenn man sich aber anschaut, welche Kompetenzen sollen da vermittelt werden, dann sieht man, dass künftige Auszubildende und Pflegefachkräfte durchaus Kompetenzen erwerben sollen in der Frage, wie berate ich eigentlich Pflegebedürftige und Angehörige in der Vermittlung von Technologie, also welche Technologien können unterstützend wirken, Beratungskompetenz. Das große Thema der Informationskompetenz wird dort auch benannt. Wie kann ich mich selber informieren, digital gestützt? Ja, der große Bereich, wie kann ich mit digitalen Daten eigentlich umgehen und so weiter. Wir haben selber dazu am IAT auch eine internationale Analyse gemacht zum Thema digitale Kompetenz für die Pflegeberufe. Und interessanterweise steht in unserem Rahmencurriculum in Deutschland für die Generalistik nichts darüber drin, wie wir Pflegefachkräfte eigentlich in die Lage versetzen können, mit digitaler Technik auch ihren eigenen Arbeitsplatz, Stichwort Arbeitsentlastung, gestalten zu können. Es steht überhaupt nichts drin von dem Thema, wie schütze ich mich eigentlich vor Stress im Umgang, auch mit digitaler Technik. Ja, und wir finden so gut wie gar keine Ausführung darüber, wie kann ich eigentlich ja Technik mitgestalten, wie kann ich auch im Sinne ethischer Abwägung ja gegenüber Pflegebedürftigen und Angehörigen abwägen als Pflegekraft, welche Technik macht Sinn, welche wollen wir einsetzen und um Gottes Willen, auf welche wollen wir vielleicht auch ganz bewusst und gezielt verzichten. Also von daher ja, das Thema digitale Kompetenz ist richtig und da muss man sehr deutlich sagen, vor der Technikeinführung, egal in welcher Einrichtung, steht die Frage von Kompetenz der Mitarbeitenden. Das ist der Ausgangspunkt und nicht andersrum. Und auch bei dieser Verteilung von Ressourcen wird wieder die von Herrn Krzysztofczyk auch vorhin sehr vehement angekündigte Interessenvertretung für die Pflege eine große Rolle spielen. Im Chat ist nochmal ein Beispiel geschildert worden von einem Modellprojekt, wo dann am Ende 90% des Budgets für die Ärzte draufging und irgendwie nur so ein bisschen was für die Pflege übrig blieb. Ich glaube, da kann die Ruhrgebietskonferenz Pflege vielleicht dieses Gleichgewicht ein bisschen herstellen. Ich würde aber gerne so langsam mal einbiegen auf die
die Spur der Zukunftsthemen. Digitalisierung, ich glaube, dass überregionale Träger ihre Leitungskräfte mal eben zu einer Zoom-Konferenz zusammenholen, das wird nicht wieder verschwinden. Aber es dürfte sich, wenn wir mal so ein paar Jahre in die Zukunft blicken, ja, der Herr Peis hat dann immer noch seine FFP2-Masken im Keller liegen, die wird so schnell niemand entsorgen. Wahrscheinlich dann irgendwann, kurz bevor dann die nächste Pandemie kommt, mit der wir nicht rechnen, aber die ernst gemeinte Frage, was wird nicht wieder aus der Pflege verschwinden nach den Erlebnissen der letzten Wochen und Monate? Ja, fachpolitisch und politisch habe ich ja schon einiges dazu gesagt, von dem ich auch glaube, dass so ein gewisses Selbstbewusstsein, Roland Weigel hat mal den Begriff Stolz erwähnt, also es gibt ja aus anderen Branchen einen Produzentenstolz, da sind wir immer sehr vorsichtig, aber auch mal stolz auf das zu sein, was man selber leistet, kommt vielleicht in der Pflege an. Es ist nur ein Punkt, der mir nochmal ganz wichtig ist, was bleibt, was mich, das wird Sie wundern, mit am meisten beschäftigt hat, neben den ganzen politischen Forderungen und Dingen, war tatsächlich die Frage für mich ganz persönlich, auch im Unternehmen, ganz vielen Führungskräften, auch bei vielen Mitarbeitern, die Frage, wie schnell wir in der Pandemie Freiheitsrechte unserer Bewohnerinnen und Bewohner über Bord geworfen haben. Ich sag mal, das war ein hohes Dilemma auch, wo wir 20, 30 Jahre daran gearbeitet haben, dass die stationären Langzeiteinrichtungen eben keine Verwahranstalten und keine Sonderwelten sind, sondern dass es ein Ort ist, wo freie Menschen leben an der Stelle. Und dieses Dilemma, Sie sprachen gerade von Belastung vor Ort, das war mit das Höchste, habe ich von Kolleginnen zumindest gehört, dass sie gesagt haben, ich überlege, gerade in Nordrhein-Westfalen war es ja sehr, dann nach 2 Wochen, alles macht euch locker, es gab Bilder und ich muss unserer Bewohnerin untersagen, in den letzten Jahren ihres Lebens, vielleicht sogar in den letzten Monaten ihres Lebens, mit ihrem Sohn Kontakt zu haben an der Stelle. Und ich selber habe mich da auch reflektiert und habe gesagt, gerade in der heißen Phase, wie schnell ich persönlich auch das weggeschoben habe an der Stelle. Ich wurde dann immer mal wieder sensibilisiert, wenn ich so Situationen erlebt habe, wo auch Angehörige zu mir kamen, die das auch nicht mehr verstehen konnten. Also dieses Dilemma zwischen Haftung, Verantwortung für Folgen, Schutz, aber eben auch zu sagen, ich würde nicht gerne wollen, dass mir jemand sagt, dass ich meine Tochter nicht mehr zu Hause empfangen darf in meinen eigenen Räumlichkeiten. Warum gehen wir selbstverständlich davon aus, dass es in einem gemieteten Wohnraum in einer stationären Langzeiteinrichtung möglich ist? Ich weiß, das ganze Dilemma dazwischen, was bleibt, das war Ihre Frage, ist uns, bleiben wir mal bei uns ohne Forderung nach Berlin, das wird der Dr. Schülkopf freuen, aber auch an anderen, sondern nur bei uns. Wir müssen Haltung dazu entwickeln. Wir brauchen auch wieder ethische Diskussionen in unseren Einrichtungen, genau über diese Frage. Und ich glaube, da ist Führung gefragt, neben vielen Forderungen nach Geld, nach Struktur, nach Personal auch wieder zu schauen. Und das sage ich gerade auch als kirchlicher Träger, aber das gilt auch für alle anderen an der Stelle, sich diese Fragen mal wieder zu stellen und nach der Krise für die nächste Krise zu überlegen, ob wir da nicht auch eine gewisse Haltung haben, vielleicht mal zu Lasten eines Schutzbedürftigen auch zu sagen, Mensch, die Freiheit dieses Menschen in den letzten Jahren seines Lebens ist mir wichtiger, als eventuell die Haftung am Ende auch als Vorstand dazustehen. Das hat mich sehr beschäftigt und das beschäftigt uns viele Menschen, glaube ich. Das bleibt neben vielen anderen Erkenntnissen, dass wir tatsächlich auch, ich sage das jetzt auch einfach mal so, tatsächlich in der stationären Pflege, auch in der ambulanten Pflege genauso gut sind, wie wir das immer behauptet haben. Das ist ja ein Thema, das will uns ja keiner glauben nach außen, nach wie vor nicht. Wir kriegen es ja nicht auf die Straße. Es wird ja immer defizitorientiert betrachtet. Die fantastische Qualitätsentwicklung bei allen Problemen, die wir in unseren Einrichtungen haben, die wir auch nicht wegwischen. Die fantastische Qualitätsentwicklung der letzten 10, 15 Jahre in stationären Langzeiteinrichtungen haben wir nicht kommuniziert bekommen, aber sie ist da. Und das ist letztendlich in der Krise deutlich geworden, wie professionell und dann eben nicht Engel und Helden und dieser ganze Quatsch, den wollen die Leute nämlich selber gar nicht mehr hören. Wir haben Profis, die ordentlich dafür vergütet werden sollen, die aber auch Rahmenbedingungen brauchen, damit sie ihre Professionalität ans Bett bekommen. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage und das Thema, was für mich jedenfalls bleiben wird. Wir bleiben bei der Frage, was bleibt. Herr de Vries, jetzt sind natürlich in allen Einrichtungen Pläne entwickelt worden. Jeder hat alle Checklisten für genau diesen Pandemiefall in der Schublade. Jetzt sagt uns die Lebenserfahrung, dass natürlich vielleicht nicht direkt so wiederholt irgendwann mit dem nächsten Virus passieren wird, zumindest vielleicht nicht als allernächstes. Aber was lernen aus Ihrer Sicht die Einrichtungen, die Strukturen trotzdem aus dem, was in den letzten Wochen ja manchmal wirklich von heute auf morgen entwickelt werden muss? Haben Sie das Gefühl, dass Strukturen entstanden sind, die wichtig sind für die Zukunft?
Auf jeden Fall. Andere Kommunikationswege sind genannt worden. Viele haben eingesehen, glaube ich, dass sie in dieser besonderen Situation mehr vom Schreibtisch, mehr mit Videokonferenzen und Telefonkonferenzen machen konnten und haben gemerkt, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit sie ansonsten auf Autobahnen und in Zügen verbringen. Das, glaube ich, wird sich nicht mehr auf null reduzieren lassen. Was aber auch bleibt, und das, finde ich, kann man wirklich mit Stolz sagen, was wir hier möglich gemacht haben. Wenn mir einer im Dezember erzählt hätte, ja, dass diese Gesellschaft, diese Politik, diese Regierung die Gesellschaft so runterfahren kann, ja, so runterfahren kann, letztlich aus gesundheitspolitischen Gründen, um den Einzelnen zu schützen. Ja, mit dem Konflikt, preisentziehende Maßnahmen einerseits, Infektionsschutz andererseits. Aber dass wir das aus Gründen der Gesundheit tun würden, ich glaube, ich hätte im Dezember gesagt, ich sag mal auch als Sozialwissenschaftler, erstmal, das geht gar nicht, und zweitens, sie würden das nie tun. Ich glaube, so etwas hätte ich gesagt, und das finde ich imponierend, und das ist auf der Haben-Seite. Hier wird deutlich gemacht, in welcher Gesellschaft wir tatsächlich leben. Ja, übrigens auch im Unterschied zu anderen. Wir gucken ja so ein bisschen in die Welt. Ja, wie es auch anders geht. Ich finde, das kann einen stolz machen. Ja, daran haben wir alle mitgearbeitet. Wir, ja, natürlich vor allem die Pflegekräfte in unserer Branche mitgemacht. Ja, und das heißt eben auch Einschränkung von Freiheit, bei uns Isolation. Ja, und die darin liegenden Konflikte, die darin liegenden ethischen Konflikte. Ja, wir warten doch eigentlich auf den Impfstoff. Natürlich können wir die Einrichtungen nicht schließen. Ich kann Ihnen konkret die Einrichtung des Johanneswerks sagen, wo die meisten Menschen den Impfstoff nicht erleben werden. Das kann ich Ihnen statistisch sagen. Ja, wenn ich sage, wir brauchen irgendwie noch ein Jahr, bis das Zeug da ist. Ja, also, dass wir hier in einer Konfliktlage Güter miteinander abwägen. Und ich muss auch sagen, dass das Land und der Staat für mich tut und wir es hier nicht Trägern überlassen. Gerne die Deutung und Umsetzung, gerne die Gestaltung von Freiräumen, aber dass wir es hier nicht dem Zufall überlassen, der Zufall ist falsche Ausdruck, aber der Deutung einzelner Träger überlassen, sondern dass der Staat auch hier in die Verantwortung geht. Ich habe zwar gerade gegen WTG-Behörden gemeckert, die das tun, und das würde ich auch, da würde ich nichts von wegnehmen, aber dass sie überhaupt das machen und sich hier in die Verantwortung nehmen lassen, ich finde, das bleibt, das ist etwas, was uns eigentlich auf der Seite von Haben auszeichnet. Das kann Wohlfahrtsstaat sein, die Ausgestaltung kann freie Wohlfahrt sein. Das möchte ich erstmal woanders sehen. Ich glaube, da werden wir lange suchen müssen. Herr Peiß, was macht Ihnen Mut nach den Erfahrungen der letzten Monate für all diese Herausforderungen? Wir haben ja darüber gesprochen, es ist natürlich ganz viel Grundlegendes, auch nicht weiter geklärt als im Februar, vielleicht sogar ein Stückchen weniger. Was macht Ihnen trotzdem Mut aus den Entwicklungen der letzten Zeit? Ja, so Mut macht mir alleine da schon die Tatsache, dass trotz der widrigen Umstände zum Beispiel wir so gut damit zurechtgekommen sind. Unter Beteiligung aller, die damit gewirkt haben dazu. Und ich glaube, dass die Pflege hier ordentlich an Selbstbewusstsein gewinnen kann. Und mit diesem Selbstbewusstsein habe ich dann auch die Hoffnung verbunden, das nochmal besser raustragen zu können und dass wir tatsächlich jetzt, Herr Kostowski, ich hatte es schon ein paar Mal angesprochen, auch nochmal größere Änderungen bewirken können, als das in der Vergangenheit vielleicht gelungen ist. Und man kann ja jetzt auch aus diesen Verfahren, wo man feststellen kann, was ist uns gut gelungen, was weniger gut gelungen ist, auch einiges lernen und dann auch mitnehmen, weil der Föderalismus, der in vielen politischen Gesprächen so stark nach vorne getragen wird, wenn ich mir den im Ruhrgebiet angucke, wo wir auf der einen Straße Seite Bochum haben, dann Gelsenkirchen hier und Essen da, dass wir unterschiedliche Regelungen haben, einen einzelnen Virus zu bekämpfen und wir uns aber auch als Region ja verstehen wollen hier in dem Bereich, das kann ich nicht nachvollziehen und da müssen wir dran arbeiten, auch da vorne. Und ich glaube, wenn uns sowas dann gelingt, dass wir zukünftigen Herausforderungen dann einfach besser gewappnet sind, als das jetzt noch der Fall war und dann, obwohl wir schon gegen so viele Widrigkeiten uns gut präsentiert haben dann in diesem Bereich. Und das macht mir ein Stückchen Mut, weil es auch
ein Miteinander gab, auch in ganz schwierigen Phasen, schnellere Konferenzen, mal angerufen, Telefon hin und her. Trotz der Regelungen, die uns manchmal unverständlich waren, haben wir es dann irgendwie doch geschafft, das in die Praxis umzusetzen. Wir haben es eben auch gehört von Herrn Weigel, mal weniger gut, mal mehr gut in den einzelnen Kommunen. Aber wenn wir da mehr Miteinander gewinnen können, was wir in der Krise erlebt haben zum Teil, wenn wir das ein Stückchen rüber retten können in die nächste Zeit, dann habe ich doch ein Stückchen Zuversicht dabei, dass wir hier einiges bewegen können und dass wir uns noch besser aufstellen können für das, was auf uns zukommt. Herr Dr. Schöllkopf, Sie kriegen jetzt erstens die Möglichkeit, nochmal eine Sorge aus dem Chat abzuräumen. Hier wird Ihr Minister zitiert mit dem Begriff Kassensturz vom letzten Donnerstag und dann müsse man schauen, was so möglich ist anschließend. Ich weiß nicht, ob Sie das kurz einordnen wollen. Jetzt sind Sie nicht der Ministeriumssprecher, müssen das also nicht tun, aber es ist natürlich schon so ein bisschen die Sorge da, ist ja auch gerade in dem Statement von Herrn Krastowczyk angeklungen, dass die, und Sie haben es auch angesprochen, dass natürlich die Kassen nicht voller werden. Muss die Branche da ein bisschen Sorge haben oder können Sie die ein bisschen entschärfen? Naja, also der Minister hat gesagt, er will eine Pflegereform machen. Ne? Aber was er als verantwortlicher und verantwortungsbewusster Minister trotzdem und unabhängig auf jeden Fall machen muss, das muss er für die gesetzliche Krankenversicherung ja auch, das muss der Minister Heil für die Rente und die Arbeitslosenversicherung auch machen, ist zu einem bestimmten Zeitpunkt mal schauen, wie sich die Finanzsituation darstellt, was auf Basis der Situation geht und was man dann, wenn man mehr möchte, eben halt noch an zusätzlichen Mitteln erforderlich ist und nächster Punkt, wo die dann herkommen sollen. Ja? Und da können Sie davon ausgehen, dass sowohl wir als auch insbesondere der Minister sich diese Frage stellen werden. Also wir beobachten natürlich im Augenblick und deswegen hat die Pflegeversicherung ja jetzt auch einen Zuschuss aus Bundesmitteln, wobei die sind ja nicht da, ne? Die muss man auch per Kredit aufnehmen, bekommen. Ne? Ab Juli fließt das Geld. Und für das nächste Jahr ist da auch schon zugesagt, dass man da drauf schauen muss. Aber das setzt natürlich voraus, dass man auch weiß, wohin man will mit der Pflege. Also was man zum Beispiel aus den Vorgaben, die der Koalitionsvertrag noch vorsieht, dann eben macht. Die eben noch umzusetzen sein wird. Also es wird dann eine Zusammenschau geben müssen, das ist, glaube ich, selbstverständlich in so einer Situation, aber wie die dann ausfällt, wird man in wenigen Monaten sehen, wenn wir alle ein bisschen genauer wissen, wie es mit den Steuermitteln, mit den Beitragsmitteln und auf der Ausgabenseite mit der Entwicklung der Ausgaben aussieht. Ich glaube, das würde jeder machen, das macht jeder Einrichtungsbetreiber so, jedes Wirtschaftsunternehmen, das muss der Staat auch machen. Das kann man nicht anders tun. Und damit Sie nicht mit solchen Finanzthemen enden müssen, Herr Dr. Schöllkopf, mit dem Blick aus dem Ministerium auf die Branche. Ich habe gerade gefragt, was den Trägervertretern Mut gemacht hat. Ich frage Sie vielleicht nochmal andersrum. Was wird das sein aus dieser Phase, an das Sie sich besonders gerne zurückerinnern in einigen Jahren? Also was ich jetzt in den letzten Monaten mitgenommen habe, ist die wirklich extrem flexible, zügige, verlässliche Herangehensweise aller Beteiligter auf der Bundesebene, die mit den Themen zu tun haben. Wir haben ja jetzt in wirklich schneller Frequenz Gesetzgebung gemacht, wo wir vieles dann auch sozusagen der Konkretisierung im Nachhinein dann überlassen haben. Und normalerweise dauert es etliche Monate, bis dann zum Beispiel Festlegungen des GKV-Spitzenverbands gemacht werden, wo dann alle Beteiligten einbezogen werden müssen und dann von uns genehmigt werden müssen. Das sind Prozesse, die im normalen Geschehen halt lange dauern. Jeder muss da seine Interessen einbringen. Das ist in diesen letzten Monaten mit hoher Geschwindigkeit und trotzdem, ja, mit hoher Fachlichkeit und immer auch seriös auf den Weg gebracht worden. Also man hat gelernt, wenn es darauf ankommt, ziehen wirklich alle Beteiligten, immer natürlich auch mit unterschiedlichen Interessen, aber trotzdem am Ende wirklich systematisch an einem Strang. Und das fand ich schon sehr hilfreich und ich hoffe, dass das auch weiter
so bleibt, wenn wir in den nächsten Monaten dann an Gesetzgebungen gehen. Was ich auch hilfreich finde, das sehe ich sozusagen bei den Einrichtungen, das sehe ich aber auch in den Regionen und in der Wissenschaft. Wir sind jetzt alle, wir auch natürlich, daran interessiert, was es zu lernen gibt dann aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt alle gemacht haben. Das eine gilt natürlich für die Frage der Reaktion auf weiteres Ausbruchsgeschehen oder eine nächste Pandemie. Also das, was wir konkret daraus lernen für solche Situationen oder für ein Fortbestehen der Situation, da sind wir dran. Wir beschäftigen uns damit, auch mit Hilfe der Wissenschaft, aber auch mit Blick auf, ich sag mal, den Regelbetrieb. Ja, wir haben ja jetzt doch etliches, auch wenn man jetzt an die ambulante Pflege und die Zusammenarbeit mit den Ärzten und so denkt, aber auch in anderen Konstellationen, doch plötzlich gelernt, was vielleicht ja plötzlich gegangen ist und geht, was vorher über Jahre diskutiert worden ist. Und das wollen wir uns auch nochmal anschauen, um dann vielleicht auch das eine oder andere mitzunehmen, zu sagen, okay, das ist dann was, was man vielleicht dann eben halt auch dauerhaft umsetzen möchte. Also das sind so Dinge, die ich da als positive Effekte aus der Entwicklung mit rausnehme. Neben auf jeden Fall sozusagen der Erfahrung, wie konstruktiv, wie flexibel die Akteure vor Ort dann mit dem Thema und insbesondere natürlich die Beschäftigten in der Pflege mit dem Thema umgegangen sind, so wie ich es anfangs ja bemerkt habe. Aber für mich ist jetzt halt auf der Bundesebene schlicht die Frage, was können wir lernen für zukünftige entsprechende Situationen oder für die in Anführungsstrichen Regelversorgung, für die Gesetzgebung, die wir ohnehin noch vorhaben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schölkopf. Ich versuche noch eine schnelle, flinke Runde hier im Saal. Herr Weigel, Frau Evans, Sie haben mit vielen Entscheidern getroffen. Was haben Sie gespürt neben all den beschriebenen Problemen und auch den Zukunftsaufgaben? Was haben Sie vielleicht auch an positivem, an besonderer Motivation, auch an Gelerntem gespürt in Ihren Gesprächen jetzt aus den letzten 3 Monaten? Du. Naja, positiv ist sicherlich das Thema Engagement, das hatten wir ja schon angesprochen, was, glaube ich, durch die Bank gut also und vielfach kommuniziert wurde, Engagement der Mitarbeitenden. Ich nehme jetzt einfach mal raus, anders auf Ihre Frage zu antworten, weil wir aus den Gesprächen einen Impuls bekommen haben, der, glaube ich, nochmal sehr wichtig ist für die Zukunft. Ich glaube, eine Sache können wir aus der Corona-Pandemie lernen und müssen auch selber kritisch draufschauen, nämlich wie reden wir eigentlich in der Öffentlichkeit, in den Medien, aber vielleicht auch innerhalb unserer Träger über Pflege. Also man ist ja sehr schnell dabei, das ausschließlich in die Richtung von Skandalisierung zu denken. Und bei den ganzen Zukunftsbaustellen, die wir heute besprochen haben, glaube ich, wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir für die einzelnen Beschäftigten, für die Mitarbeitenden künftig vermitteln, was verändern wir ganz konkret vor Ort. Während wir irgendwo das Familienleben leise schalten müssen, komme ich gerne zu Ihnen zurück, Frau Evans. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir nochmal anders kommunizieren über Pflege und dass wir uns auch trauen, sowohl jeder einzelne Träger als auch Politik mal zu zeigen, was funktioniert denn super. Ja, was funktioniert denn gut in der Pflege? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben lange Jahre nach Schweden geschaut, wir haben in die nordischen Länder geschaut und haben immer gesagt, da ist alles besonders gut organisiert. Ja, das ist unser gesundheits- und pflegepolitisches Vorbild. Ja, Sie alle haben mit Sicherheit auch die Berichte gelesen, zu welchen massiven Problemen Corona auch in der Pflege in diesen Ländern geführt hat. Und das hat auch was damit zu tun, wie ist Arbeit dort organisiert und so weiter. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen, dass wir uns in Deutschland auch trauen zu zeigen, was läuft denn schon richtig gut hier in der Pflege. Und es ist auch eine Verantwortung der Träger selbst. Und der zweite Punkt, und dann höre ich auf, ist, ich würde mir wünschen, dass zukünftig das Thema
auch Arbeits- und Gesundheitsschutz, gerade in der ambulanten Pflege, eine höhere Aufmerksamkeit bekommt, weil da geht es um Zeit, die dafür zur Verfügung stehen muss. Es geht um Ängste, ja, und das ist nichts, was damit getan ist, dass man sich mal eben eine Maske aufsetzt und dann war es das, sondern das müssen Pflegekräfte vor Ort mit Pflegebedürftigen, mit Angehörigen verhandeln. Das kostet Zeit und ich glaube, darüber müssen wir sehr ernsthaft auch in der Refinanzierung sprechen. Ja. Drei maßgeschneiderte Fragen für Sie, meine drei Herren, zum Schluss. Herr de Vries, wie viel Angst haben Sie vor dem Satz, ach, hat doch alles gut funktioniert, nachdem wir jetzt durchaus auch gezeigt haben, dass die Pflege großartig durch diese drei Monate gekommen ist? Wie viel Angst haben Sie davor bei allen zukünftigen Forderungen, die Sie möglicherweise stellen müssen? Ja, sehr viel, weil das natürlich gleichzeitig irgendwie suggeriert, so und das war's, hat ja gut geklappt und wir müssen weiter nichts tun. Davor habe ich große Angst, deshalb gehe ich davon aus, dass wir vor einer Aufgabe stehen, die nicht in wenigen Monaten, Jahren, auch nicht mit der Reform, mit der ich viel Hoffnung verbinde, die Herr Spahn da gerade entwirft. Ich glaube, wir stehen vor einer Aufgabe der Weiterentwicklung, wo man eigentlich eine Roadmap für braucht. Wir stehen auch vor einer Aufgabe, vor der ich gar nicht bereit bin, die einer Bundesregierung zu überlassen. Ja, wir stehen vor der Aufgabe, zu überlegen, wie soll Helfen, Pflegen und Betreuen funktionieren, in dem Wissen, dass wir nicht parallel zum demografischen Wandel Altenheime bauen werden. Ja, also wir stehen vor einer Aufgabe, wo ich mir eigentlich eine Idee, eine Roadmap, vielleicht sogar eine Instanz, vielleicht sogar ein Gremium wünsche, das gerne überparteilich überlegt, wie soll das in dieser Gesellschaft laufen und wie wollen wir das steuern, ohne hier neue Autoritäten hervorzubringen. Aber ich glaube, wir müssen wieder in den Normalmodus zurückkehren und diese Herausforderung des demografischen Wandels in den Blick zu nehmen. Dafür fehlt vielleicht erst recht durch Corona der Weitblick und deshalb verbinde ich mit der Reform, die vielleicht noch in dieser Legislaturperiode kommen mag, sehr, sehr viel. Aber bin sehr überzeugt, dass wir etwas brauchen, was darüber hinausgeht, was die nächsten Regierungen beschäftigen muss, ohne dass ich die Verantwortung bereit wäre, nur in die nächste Regierung zu legen. Weitblick ist ein gutes Stichwort, Herr Peis. Ich persönlich raste immer aus, wenn mir mal wieder jemand sagt, Krise beinhaltet ja auch immer die Chance. Deswegen spiele ich Ihnen den Ball jetzt einfach mal zu. Welche Chance ist denn in den letzten drei Monaten für die Pflege vielleicht noch entstanden, die es ohne diese krisenhafte Entwicklung nicht gegeben hätte? Ja, die Chance resultiert, glaube ich, aus der Wahrnehmung in der Bevölkerung. Man ist dort sehr präsent geworden und Pflege war ja sonst auch trotz aller Bemühungen in den letzten Jahren auch doch mehr oder weniger ein Randthema, was mehr an gesellschaftlicher Akzeptanz dadurch gewonnen haben, dass immer mehr alte Menschen einfach versorgt werden müssen. Die Chance, die ich jetzt hier einfach sehe, ist, dass man gesehen hat, dass Pflege wirklich auch in Notsituationen da ist, dass es nicht nur darum geht, möglichst mit geringem Preis, mit irgendwelchen anderen Vorgaben, ja, etwas abzuarbeiten, sondern dass dort Menschen leben, die in verschiedenen Krisensituationen auch dort gut aufgehoben, betreut worden sind. Wir auch noch gute Antworten im ambulanten Bereich dafür brauchen, weil Herr de Vries hat es ja gerade angedeutet, wir werden es nicht einfach umsetzen können mit immer mehr Altenhilfeeinrichtungen dazu, sondern wir brauchen da eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, glaube ich, wie wir zukünftig diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, dann auch tatsächlich bewältigen können. Und das wird nicht nur eine parteiliche Diskussion sein, da werden sicherlich auch die Einrichtungen, aber auch Kirchen mit diskutieren müssen, was man dort anders machen kann, besser machen kann als woanders. Und die Chance sehe ich in der Tat, dass wir dann auch besser wahrgenommen werden und auch in der normalen Bevölkerung die Diskussion dann auch verständlich wird und vielleicht mitgetragen wird. Christoph Zick, die Ruhrgebietskonferenz Pflege ist schon deutlich vor Corona gegründet worden, ist aber in den letzten Wochen und Monaten doch nochmal
auch sehr gut hörbar gewesen bei vielen Themen, auch hat, glaube ich, auch an manchen Stellen vielen aus der Seele gesprochen. Wir haben in den letzten 2 Stunden viele Themen diskutiert, die auf dem Tisch liegen, die anzupacken sind. Was kann die Ruhrgebietskonferenz Pflege dazu beitragen? Was werden wir von Ihnen und Ihren Mitstreitern erleben in der nächsten Zeit? Ja, zu dem, was wir von der Politik erwarten, haben wir viel gesagt. Ich möchte mal noch sozusagen den Blick auf uns selber wenden an der Stelle. Als Unternehmen der Ruhrgebietskonferenz, aber insgesamt, Holmitz hat es gesagt, glaube ich, braucht es verstärkt selbstbewusste sozialwirtschaftliche Unternehmen, die tatsächlich deutlich sagen, welche Bedeutung sie haben, auch arbeitsmarktpolitisch zum Beispiel, auch wirtschaftspolitisch, dass man sich in so einer Kommune nicht wundert, warum wir denn nicht mit dem Dezernenten für Wirtschaft zum Beispiel auch sprechen, also Selbstbewusstsein an der Stelle. Es braucht auch, glaube ich, Führungskräfte, Leitungskräfte, Entscheider, die politisch pointiert sind an der Stelle. Ich glaube, das erwarten auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie zum Beispiel mal die Zeitung aufschlagen und etwas über die Pflege lesen. Es braucht starke, politisch starke Verbände auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene, die uns unterstützen. Es braucht letztendlich ein politisches Bewusstsein. Und nicht immer die Erwartung, das haben Sie mit Recht gesagt, ich würde das gar nicht der Politik überlassen. Es muss, wir warten lange, wenn wir sozusagen auf die Lösung von der Politik warten. Da gibt es Bemühungen. Aber wir selber müssen dafür sorgen, dass unsere Interessen auf die Straße kommen. Also jetzt nicht im Sinne von Protesten nicht unbedingt, aber vielleicht auch. Aber wenn ich sehe, und das bleibt einfach dabei, und das ist immer in der Pflege auch ein wunderbares Beispiel, welcher Empörungsschock durch die Nation geht, wenn Lufthansa an der Stelle kurz vor dem Insolvenz steht. Wenn ich überlege, was andere Dinge sofort als Reflex auf Arbeitsplätze auch an der Stelle haben und wie wenig es uns gelingt, neben der Bedeutung der Pflege als demografischer Faktor, aber auch mal die arbeitsmarktpolitische und die wirtschaftliche Bedeutung hinzubringen, dann fehlt eine Menge. Also Hausaufgaben en masse für uns selber fachlich, politisch, aber auch von der Interessens- und Lobbyvertretung her und eine hohe Aufmerksamkeit in Richtung Berlin in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Und ich denke, die Ruhrgebietskonferenz, und das kann ich sagen, kann tatsächlich auch ein Stück stolz darauf sein, was sie in den letzten Wochen und Monaten an Lobbyarbeit erreicht hat. Und im Übrigen ein wichtiger Faktor, der ist heute noch gar nicht so genannt worden, sind die Netzwerke unterhalb der Geschäftsführung, die da entstehen, wo man wirklich Probleme mal kurz auch erörtern kann, wo man Antworten bekommt. Also ich glaube, dass die Ruhrgebietskonferenz ein gutes Beispiel ist. Und ich kann nur, wenn Menschen zuhören, empfehlen, das in anderen Regionen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in dem ganzen Bundesgebiet nachzumachen. Und die Überschrift ist, keine Konkurrenz und keine sozusagen alten Fronten aufzumachen zwischen privatgewerblich, ich sag's nochmal, zwischen kommunal. Wir laden alle ein, die guten Willens sind und die Interesse daran haben an der Stelle. Und vielleicht kann das ein gutes Beispiel sein. Wir sind jedenfalls ganz froh, dass wir das gemacht haben. Und fühlen uns bestärkt, kräftig weiterzumachen. Pflege ist systemrelevant und nun war der Titel unserer heutigen ersten Webkonferenz. Ich glaube, es ist klar geworden, sie bleibt systemrelevant. Es gibt noch einiges zu tun, um das auch für die Zukunft zu festigen. Ich möchte mich herzlich bedanken, erstmal natürlich bei der Caritas, dass wir heute zu Gast sein durften in diesen schönen Räumen und auch für die technische Unterstützung. Ich möchte allen Beteiligten bei der Ruhrgebietskonferenz Pflege danken für die gute Organisation im Vorfeld. Auch Herrn Beigel und Frau Evans natürlich für die Studie. Herr Holtkamp, herzlichen Dank fürs im Auge behalten der Chat-Beiträge. Danke fürs Rüberreichen. Ihnen drei Herren und nach Berlin, Herr Dr. Schöllkopf, vielen Dank für die angeregte Diskussion in den letzten 2 Stunden. Und meine Damen und Herren, es ist zwar ein bisschen schon wieder fast aus der Mode gekommen, aber gehen Sie doch heute Abend einfach mal wieder auf den Balkon oder auf die Terrasse. Applaudieren Sie sich je nach Rolle selbst oder Ihren Mitarbeitern oder der Pflege insgesamt. Und wenn Sie dann schon mal draußen sind, dann genießen Sie einfach diesen sonnigen Abend und wir bedanken uns, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald. Und Glück auf. Tschüss.